ein Bett im Komplett. Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Weg mit der Werbung. Tja, Zwerfer, bist wohl nicht sub genug. unangenehm. What's poppin', boys? Back at Yggdrasil. Finally. Not an Asian anymore. Zenmaster, was geht ab? Pudi, was geht ab? Zwerfer, was geht ab? Facewake, Lix, was geht ab? Und an alle anderen, die nichts schreiben, was geht ab? Oh was, ich habe kein Blessed Step, warum nicht? Hä? Ich habe es gerade 1000%ig benutzt. Ach, damn. Na gut, dann halt nicht. Achso, nein, Moment. Ja doch, nee, passt schon. Genau. Gerade noch rechtzeitig für eine sahnige Runde CSGO. Ja, wir werden heute wahrscheinlich CSGO wieder spielen. Gegen Ende des Streams. Switch ist leider nicht drin, habe ich schon auf Discord geschrieben. Funktioniert leider nicht. Noch nicht. Und ich habe mir noch kein Online gekauft, weil Online kaufe ich mir erst, wenn es funktioniert, weil es sind nur ein paar Tage. Aber warum sollte ich jetzt schon zahlen, wenn ich sie nicht spiele? Also zahle ich es auch erst, wenn es funktioniert. Und wenn es erst Montag ist, sind das nochmal 2 Tage weniger. Genau. Okay, Felix schreibt eine Werbung ab, nice. Chris sortiert noch eben seine Louis Vuitton Taschensammlung. Louis Vuitton Taschensammlung, verdammt. Dann ist aber auch direkt für uns da. Ich habe noch nie was von Louis Vuitton besessen, aber passt schon. Friseur Cringe, nice 3 Jahre nicht im Stream gewesen, The Rifle war schon am Montag. Online gibt es eine 7 Tage Testphase. Ja, aber die läuft ja, wenn ich sie jetzt aktiviere. Und wenn ich noch nicht spiele, dann muss ich sie ja noch nicht aktivieren, oder? Ändert ja nichts daran, dass ich dann trotzdem mehr zahlen müsste. Ist es noch möglich, in Flares einen Shop zu eröffnen? Frage wegen der Corona-Situation. Weiß nicht. Muss er den Bürgermeister fragen. Aber der sagt immer nur die beiden gleichen Sätze. Oder 3.
Weiß nicht, wieso der Elvi der so dazu steht. Wahrscheinlich nicht so gut. Warum jetzt eigentlich wieder auf Ick ist doch Trash? Warum nicht? Warum sollte ich auf einem Server weiterspielen, auf dem das PvE-Event nicht gepostet wird und der in 3 Monaten wieder offline geht? Und Lord Peng, ja, keine Ahnung. Wofür brauchst du jetzt einen Adapter bei der Switch, wenn alle meine USB-Ports kaputt sind oder belegt? Und mit einem USB-2-Port funktioniert die Elgato nicht. Und ohne Elgato kein Stream. Ick ist langweilig, Meteor ist top. Das ist genau das Gleiche. Ich töte einfach nur andere Monster und drop andere Items. Aber vom Prinzip her ist Flyve immer dasselbe. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht das Gleiche, dass es das Gleiche ist. Das PvE-Event ist doch einfach ein Minuskillen? Ja, nee, ist es nicht. Man hat keine Ahnung, was das PvE oder wie genau es funktioniert. So. Oh, der hat schon Lead, okay. Danke für die Erinnerung ans Dinner. Brauchst du USB 3, habe ich vergessen zu sagen. Das ist nicht das Problem. Ich habe 2 USB 3 Slots und 1 USB 2 Slot, aber meine beiden USB 3 Slots, die sind, also sie sind nicht hundertprozentig kaputt, aber sie funktionieren nicht einwandfrei und anscheinend reicht es der Elgato nicht. Also der eine ist wirklich kaputt, bei dem funktioniert eigentlich nichts, außer ein einziger USB-Stick von mir. Und bei dem anderen funktioniert eigentlich alles oder fast alles, was ich bisher da angeschlossen habe. Also für die USB-Sticks und so weiter hat es bisher gereicht. Aber die Elgato sagt, no, no, this slot is not good enough. Und jetzt habe ich mir einen USB 3 zu USB-C, oder nein, zu Type-C Adapter gekauft. Weil ich habe auf Reddit gelesen, dass viele das gemacht haben für ihre Mac-Produkte. Also dass die quasi das USB 3 Kabel in ein, dieses Typ-C, also was auch beim Smartphone-Ladekabel ist quasi, in so einen Stecker umwandelt. Und die meinten, es läuft flüssig. Okay, danke zu Rafa. Und ja. Jetzt habe ich mir so einen bestellt. Sogar 3 Stücke, die gibt es nur im Dreierpack. Für 8 Euro, glaube ich, Prime, also kein Versand. Gut, ich brauche zwar keine 3, aber einzeln gab es die nicht. Und die hatten gute Bewertungen, also es scheint schnell zu sein und so. Und das ist eh das Wichtigste, dass die Übertragung quasi wie ist, als also wenn es halt ein richtiges USB 3 Ding wäre und ich hoffe einfach, dass es funktioniert, aber wie gesagt, auf Reddit haben die geschrieben, dass es geht. Wichtig ist halt, dass das auch USB 3 Geschwindigkeit auf jeden Fall übertragen kann und das stand auf jeden Fall da, dass es ist und Super Speed, also dieses SS, ja jetzt darf man es sagen, weil es eine andere Abkürzung ist, ist auch drin, also es müsste eigentlich funktionieren und ja, keine Ahnung, wenn man nochmal einen braucht, hat man nochmal einen und ja, also es funktioniert alles, die Switch funktioniert. Ich habe sie vor mir stehen. Ja, also ich habe jetzt so ein ähnliches Setup wie zur Rifle. Die steht jetzt immer permanent vor mir, weil ich habe keinen Bock, das immer auf und abzubauen. So muss ich immer nur den Controller anstecken und der Rest ist immer angesteckt. Also HDMI-Kabel am Monitor und das, wenn es dann funktioniert, das USB-Kabel hinten am PC, wo es nicht stört. Genau, aber wie gesagt, es funktioniert noch nicht. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen, dass meine USB-Slots irgendwie alle kaputt sind, weil ich brauche die ja nicht, ich benutze die offensichtlich nicht. Ich habe 5 USB-Sachen angeschlossen, habe insgesamt 8 USB-Slots und 2 funktionieren nicht und einer ist halt USB 2 und da kommt halt dann das also im Game-Capture-Programm von der Elgato kommt halt dann, dass das nicht funktioniert, weil Elgato, also das funktioniert gar nicht, man kann es nicht mehr mit langsamer Geschwindigkeit spielen, sondern es funktioniert gar nicht mit USB 2 und ja. Aber ich habe es auch ehrlich gesagt echt vergessen, dass die beide kaputt sind und dass ich dafür noch einen USB-Slot brauche. Aber ist ja nicht so schlimm. Und dann habe ich eben gesehen, dass ich so einen diesen Typ-C-Slot auch noch am PC habe. Und dann dachte ich mir, ja, da muss es ja safe einen Adapter geben. Und siehe da, Amazon. Es gab tausende von diesen Adaptern und dann habe ich mir einfach ein paar durchgelesen und mich dann für den einen entschieden. Genau. Warum hast du dir nicht gleich so einen Adapter geholt, der aus einem USB-Slot 5 oder so gemacht?
Würde nichts bringen, wenn die USB-Slots an sich nicht funktionieren, dann bringt dir ein Adapter, den du da reinsteckst, nichts. Oder noch besser, kauf dir ein neues Mainboard mit funktionierenden USB-Slots. Danke für den Tipp, Asmir. Hast mich noch gar nicht geaddet? Ich habe noch niemanden geaddet. Ich weiß nicht mal, was mein Freund ist. Ich weiß nicht mal, wo man das nachschaut. Ist auch egal. Das mache ich alles, wenn es soweit ist. Weil ich habe eine Runde Mario Kart gespielt bis jetzt. Bin natürlich Erster geworden. 50 CC. Aber ja, war nicht schlecht. Aber ich habe es noch mit diesen beiden kleinen Controllern gespielt. Das war ziemlich kacke, muss ich sagen. Hat sich ein bisschen angefühlt wie damals mit der Wii. Also mit der Nintendo Wii. Und ja, Flashbacks. Aber cool ist, dass man halt einfach rumlaufen. Also man kann es im Stehen zocken, im Sitzen zocken. Man kann sich theoretisch auf das Bett legen. So ein Scheiß ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Außer das Display, das ist halt fucking klein. Also ich habe es halt hier so vor mir stehen gehabt und da wird so... can't see shit, bro. Ja, das war ein bisschen ätzend. Aber das wird sich ja dann gelöst haben, wenn man es auf dem Monitor spielt. Tatsächlich. Also ich meine, wenn ich es ganz normal gezockt hätte, wäre es schon gegangen. Aber ich habe es halt so auf den Tisch gestellt und dann war es halt sauklein. Konntest du quasi nicht wirklich was erkennen. Also schon, aber halt sauklein. Also wie wenn ich so ein Fly-Fenster vor mir hätte, so ein kleines ausgedrucktes. Da würde man ja auch nicht wirklich viel erkennen. Von dem her. So. Hat ja auch ungefähr die gleiche Auflösung, glaube ich, oder? Müsste ziemlich, ja, ein bisschen kleiner ist die Switch wahrscheinlich sogar. Genau. Und jetzt wird die Lieferung wieder circa 3 Wochen dauern. Wer die Zeichen nicht versteht, ist blind. ja, genau, Felix. Genau. Ich kaufe mir die Switch, um euch wegen einem USB-Adapter zu scammen. Genau. Das hier ist übrigens Pappe. Das ist bemalte Pappe. Ja, das ist nur eine optische Täuschung. Genau. Da saß ich die ganze letzte Woche dran, als ich Schule geschwänzt habe, um das Ding zu präparieren. Genau. Was soll ich sagen, Felix? Du bist einfach gut. So. Ja gut, dann farmen wir ein bisschen Event, aber heute ist ja Freitag, also heute wird es auch nicht so lange gehen. Mal gucken. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen später dran, aber wie gesagt, das mit der Switch hat halt ein bisschen gedauert. Weil ich habe es um 19 Uhr angefangen und dann wollte ich auch noch eine Kleinigkeit essen und dann hat sich das halt alles ein bisschen nach hinten verschoben. Aber ich wusste, dass es wieder ein Problem gibt, das ist immer so. Aber diesmal hoffentlich noch ein ziemlich leicht zu lösendes. Neon Joy-Con Gang. Ich wollte eigentlich die schwarze kaufen, aber die hatten sie nicht. Nice Man Setup kopiert. Gern geschehen. Mitchell, danke für deinen Loot. Und Mitchell, guten Abend. Du hast gerade gesagt, dass du 8 hast. Nimm einfach einen, wo du schon was angeschlossen hast. Benutze dann einen von den 5 Plus-Slots, die du mehr hast. Ja, aber keine Ahnung. So funktioniert es doch auch. Ich brauche die ja nicht. Also halt legit nicht. Ich habe eh schon voll viele Sachen angeschlossen, die man auch über andere Sachen anschließen könnte. Also über andere Stecker. Also mein Mikrofon ist zum Beispiel USB. Meine externe Festplatte ist USB. Tastatur, Maus, Monitor ist einer USB. Oder hat einer einen USB-Anschluss? Keine Ahnung warum. Ich glaube, der funktioniert auch ohne einen USB-Anschluss, aber ich habe ihn trotzdem angeschlossen. Aber doch, nee, ich bin mir ziemlich sicher, man braucht den. Das war mein alter Monitor, wo man es nicht brauchte. Ja. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist... Ich habe schon relativ viele Geräte angeschlossen und theoretisch bräuchte man die ja nicht alle. Also wenn es wirklich mal einen Notfall gäbe, dass ich unbedingt einen USB-Slot bräuchte, dann könnte ich einfach irgendwas abschließen. So, das ist echt ätzend, wenn man 3 Padfilter einstellen muss, das habe ich ganz vergessen. Ja, noch den falschen Charakter auswählen. So, sind alle Pads draußen? Yes. Okay. Damn, it's been a long time. Funktioniert das hier? Wie wechsle ich nochmal Fenster bei dem Flive? Das ist der einzige Vorteil von Playpark Flive, dass ich da die Fenster besser wechseln kann. Hier ist es immer so ultra laggy. Keine Ahnung warum, es ist eigentlich genau das gleiche Programm, aber es funktioniert anders. Auf diese andere Art. Anders. So, alright. Ich zock nur im Fernseher wie die Profis. Ja, also ich muss auch sagen, also ich meine, wenn du es wie ein Gameboy benutzt oder so, ich meine, die haben ja, also ich meine, dafür ist das Display relativ groß. Aber wenn man so halt weiter wegsetzen will mit den Controllern und so, also ich meine, das kannst du komplett vergessen, das geht überhaupt nicht mit dem kleinen Bildschirm, also das geht wirklich nicht.
Ja. Du kannst im Handheld auch den Pro-Con nehmen, aber ja, Switch ist geil, wenn man halt einfach Home-Console-Games im Handheld spielen kann. Was ich mich gefragt habe, den kann man nur mit dem Kabel benutzen, ne? Der ist, also Wireless gibt's das nicht, oder? Oder bin ich blöd? Nein, der ist kabellos. Okay, dann checke ich nicht, wie es funktioniert, lol. Da muss ich mir nochmal anschauen. Das Kabel ist zum Aufladen. Interessant. Da muss ich mir das nochmal angucken. Jeder sieht, dass das nur ein Case von Wish für die Switch ist. Gibt's für einen Zehner. Oh man, Felix. Spanky, was geht ab? Hamsterkäufe wurden getätigt. Warum kaufen alle jetzt Hamster? Damn. Ja, wir haben auch ein bisschen was gekauft, aber eigentlich ist es Schwachsinn, weil man kann ja sogar in Italien noch einkaufen gehen. Also das werden sie ja auch nicht verbieten können. Oh man, Felix. Ich habe an meinem PC 3 USB-Hubs und einen KVM-Switch hängen. Was ist ein KVM? Über Bluetooth? Ich habe das Kabel am PC und dann die Switch. Bluetooth? What the hell? Okay. Ich habe einfach die Switch ins Dock gesteckt und auf diese Home-Taste vom Controller am Pro-Controller gedrückt. Dann ging's. Echt? Okay. Also bei mir hat das irgendwie nicht... Also keine Ahnung, ich hab auch kein Mario Kart probiert zu spielen. Ich habe einfach nur probiert, den Controller anzumachen. Also nur nebenbei, während ich darauf gewartet habe, dass die Elgato funktioniert. Aber da kam, wie gesagt, da kam irgendwie nichts. Also ich konnte ihn irgendwie nicht benutzen. Keine Ahnung. Aber ich habe es jetzt auch nicht so ausführlich getestet und nicht mal beim Spiel, sondern nur im Hauptmenü. Keine Ahnung. Oh, Zerife hat 2 PCs. Ich dachte immer, du hast einen Laptop für die Arbeit. Also, ich dachte, du hast so ein ThinkPad. Heute kein Meteo? Nee, ich habe ja auf Meteo quasi gequittet, bis das PvE-Event ersichtlich ist. Also, ich werde zwar noch ab und zu mal reinschauen. Atom hat mir auch sein ganzes Zeug geschickt, weil er jetzt nicht mehr spielen kann. Also, nur auf Meteo, nicht auf Yggdrasil. Auf Yggdrasil hat er seine Sachen natürlich noch. Also er kann auch nicht tanken dann, also er ist auch nicht unser Minus-Tank, was er eigentlich so geplant war. Müssen wir dann noch eh jemand anderen suchen. Oder ich mache selber einen. Eins von beiden. Aber solange das PvE-Event nicht released wird, sehe ich es halt irgendwie nicht ein, da jeden Tag drauf zu spielen. Also keine Ahnung. Das ist halt... Also ich meine, es macht schon Spaß, aber ich meine, ich habe es jetzt eine Woche gespielt. Ich habe legit 24 Stunden Spielzeit auf dem Server. Also ich weiß nicht, ich finde, das reicht halt erstmal, oder? Also, keine Ahnung. Muss es jetzt halt auch nicht komplett übertreiben. Abgesehen davon laufen 2 Events. Einmal hier und einmal auf Lord Pang. Beide Events sind ziemlich gut. Overall gesehen. Beziehungsweise brauche ich auf jeden Fall Items von beiden Events. Also hier will ich einmal die Ringe haben. Die brauche ich zwar eigentlich überhaupt nicht, aber ich will sie einfach haben. Ja, also ich brauche sie noch nicht, besser gesagt. Oder zumindest clean sind sie absoluter Trash. Aber auf plus 20 sind sie nicht schlecht. Oder höher gehabt, sagen wir es mal so. Die HP-Ringe sind auch vor plus 20 nicht schlecht. Und ja, auf Lord Pang brauche ich auch die Event-Items. Also muss ich auf jeden Fall farmen. Beide Events gehen nur noch 3 Wochen. Also muss man sich jetzt auch ein bisschen ranhalten, sonst wird es nichts mehr. Und ja. Du hast 240.000 Spielstunden auf Deos und das reicht leider nicht. Touché. Aber auf einem Server, der nur einen Monat geht, ist ein Tag Spielzeit. Wenn man bedenkt, dass ich es eigentlich jeden Tag nur so ein bisschen gespielt habe. Aber dafür legit jeden Tag, bis auf einmal. Ja, kommt da halt schon schnell was zusammen in 7 Tagen. Genau. Na. Kirito, danke für den Follow. Ah ja, und Zerifer, danke für den Resub. Das habe ich komplett irgendwie vergessen, obwohl ich es sogar vorgelesen habe. Genau, thanks nochmal.
Ich habe auch nur einen Tag Spielzeit. Heute meinst du? Ja, klar. Verstehe ich. Was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, also ich werde auch schon nochmal reingucken. Ich habe ja gesagt, wenn wir Lord Peng spielen und ich eh schon den Playpark-Client offen habe, dann kann man ja auch easy mal eine halbe Stunde dort spielen, reingucken, ein bisschen farmen und Geld ausgeben und so. Nochmal probieren, ob man sich ein Gildenhaus kaufen kann und, und solche Sachen. Aber ehrlich gesagt, das mit dem Gildenhaus, das fuckt mich voll schon ab. Also jetzt mal ohne Spaß, ich habe, keine Ahnung, ich habe jetzt über 400 Mio Steuer oder so gezahlt in diesen 3 Tagen ohne Gildenhaus. Und ganz ehrlich, also irgendwo ist es halt auch übelst wasted. Weil ich meine, wenn ich auf dem Server die ganze Zeit spielen würde oder sogar leveln würde, dann wäre es ja gut, weil wenn mehr Lord XP Events kommen, dann passt's ja. Aber Steuern kriegen ja auch die Secret Room Gilden. Und ich meine, warum zum Teufel sollte ich an die Steuern zahlen? What the fuck? Und ja, ich krieg einfach nur 4/5 meines Geldes, das mir zusteht. Also warum sollte ich das mir 3 Monate lang reinziehen? Also ich meine, gut, man könnte auch in irgendeine andere Gilde joinen, die einfach ein Gildenhaus hat und dann steuerfrei verkaufen oder sich Emporium-Tickets irgendwo schnorren. Aber vom Prinzip her versteht ihr, glaube ich, was ich meine. Also das hat auch ein bisschen noch genervt. Also es ist jetzt kein Hauptgrund, aber es war auf jeden Fall auch noch nervig. Und ja, wie gesagt, wenn wir auf Lord Pang spielen, was wir definitiv machen werden in den nächsten 3 Wochen, auch im Stream, dann, wie gesagt, kann man da auch mal rüber switchen und sich so angucken, was läuft. Und ich meine, ihr müsst mir nur Bescheid sagen, wenn was zu dem PvE-Event released wird, aber ich folge ja der Facebook-Seite von Playpark und die posten nichts, gar nichts. Und ich check's halt nicht, ich meine, wie tauscht man die Items um? Wo kriegt man diese Tokens? Wie wird das gewertet? Wer kriegt die Gewinne? Nichts, du weißt nichts, du weißt absolut nichts. Und da denke ich mir halt, ja Bro, dann spiele ich da auch nicht. Also what the fuck, Mann, was soll denn das? Check ich halt nicht. Aber das liegt halt wahrscheinlich daran, dass auf dem Server PvE einfach sehr, sehr klein geschrieben wird. Und die das alle nicht juckt, weil die eh alle PvP spielen anscheinend. Aber wenn du halt nur PvE spielst, dann juckt es dich halt schon ziemlich. Und wenn dann halt nichts kommt, dann spielt man halt auch einfach nicht. Das ist das Ding. Der Professor, was geht ab? Gestern Abend um 1 bis 2 wurden auch wieder Gildenhäuser verkauft. Wo ist denn das Problem, eins zu holen? Weil die wahrscheinlich sauteuer sind. Weißt schon, wie viel Gildenhäuser kosten, die versteigert werden. Da, vor allem auf dem Server auch schon, da werden safe 20, 30 Perins fließen. Und das ist ziemlich teuer. Wir reden ja von kleinen Gildenhäusern, die kann sich ja jeder kaufen eigentlich. Aber anscheinend dort nicht jeder. Ich spiele da pur zum Spaß. Na ja gut, aber du spielst du noch hier? Du spielst ja momentan nicht auf Yggdrasil. Oder schon länger nicht mehr. Oder zumindest nicht mehr aktiv. Von dem her ist es ja was anderes. Ich meine, ich spiele halt hier noch und ich spiele auch auf Lord Peng. Und dann macht es halt keinen Sinn, auf dem Server zu spielen. Und wie gesagt, ich hatte jetzt meinen Spaß vom Start, aber ich meine, ein paar Sachen am Server, mein gut, okay, das ist auf jedem Flive-Server so, sind halt auch wieder nervig gewesen. Aber ja, ich meine, auf Dauer wird es auch langweilig. Also wenn du jeden Tag spielst, wenn du jeden Tag spielst und ein paar Stunden das Gleiche machst, das wird auch langweilig. Also ich meine, sicherlich ist es immer noch ein bisschen mehr exciting als hier, weil du hier halt wirklich nur die Event-Items zählst und im Endeffekt eigentlich gar nichts machst, außer ein paar Dramnok-Runs vielleicht noch, wo man halbwegs einen Fortschritt sieht, weil man zumindest Items und dann Geld bekommt. Aber, wobei ich meine, guten Fortschritt sieht man auch, wenn man Event-Items sammelt. Aber wie gesagt, wenn du das die ganze Zeit machst, dann ist das auch ziemlich... Also ich fand die letzten 2 Tage dann vom Speed-Server auch schon relativ eintönig, weil ich ja legit nichts mehr gemacht habe, außer im Tower die ganze Zeit zu farmen, 3 Stunden lang Waffen zu verkaufen und dann am Ende vom Stream haben wir 20 Minuten lang geupgradet und dann war's das. Also ich meine, das war nicht schlecht, klar, und ich meine, man kann sich nicht auf Yggdrasil nach 3 Stunden Spielzeit mal 20 A-Products, 20 G-Products und was weiß ich was holen, aber naja. Ich meine, wie gesagt, auf Dauer ist es halt nicht so interessant. Ich meine, ich habe in meinem Leben schon genug geupgradet, dass ich jetzt nicht deswegen auf so einem Server spiele, um mir jeden Tag ein paar Upgrades zu gönnen. Das könnte man auch auf Yggdrasil machen. Nicht so frequently vielleicht, aber vom Prinzip her könnte man es auch hier machen. Genau. Ist das genauso limitiert oder was? Dachte, da geht mit weniger Cash wegen Speed-Server.
Naja, es ist schon weniger Cash, aber die Top-Gilden, also ich meine, Spanky meinte sogar letztens, er hat irgendwie 3 Milliarden an einem Tag gefarmt, das war vor einer Woche gefühlt. Also, die Gildenhäuser werden safe, die sind sauteuer, weil das Problem ist bei den Gildenhäusern, dass die für den Guild War benötigt werden, weil du mit besseren Möbeln ja besseren Guild War spielen kannst und bessere Möbel kannst du ins größere Gildenhaus stellen. Und entsprechend werden alle Gilden, die Guild War spielen, sich auch die ganzen Gildenhäuser holen. Und neben denen gibt es ja dann wahrscheinlich trotzdem noch Gilden, die einfach nur just for fun sind und die wollen ja auch welche. Und die haben ja alle mehr Geld als wir. Beziehungsweise als ich. Also ich meine, gut, okay, die anderen in der Gilde würden sich vielleicht auch noch ein bisschen beteiligen, aber es ist halt Schwachsinn, so viel Geld dafür auszugeben, weil eigentlich kriegt man es für 100 Mio. Und dann hat man den Verkäufer, dann hat man den Händler und kann immer steuerfrei verkaufen. Und keine Ahnung, warum das dort nicht funktioniert. Spieler seit dem letzten großen Duper-Vorfall nicht mehr, hat mich schon ein bisschen abgefuckt. Das hat jeden abgefuckt. Aber es ist ja gefixt. Keine Angst, das Zusehen war noch langweiliger als das Spiel. Na dann, habt ihr... Moment. Was sind das für Refresher? Was soll denn das? Okay. Naja. Abgesehen davon, wie gesagt, heißt das ja nicht, dass ich nicht mehr auf den Server gehe. Ich habe ja gesagt, eventuell ziehe ich mir dort noch einen Arcanist, einfach nur um Arcanist mal auszuprobieren. Aber halt nicht im März jetzt, weil die Events gerade laufen. Wenn mal keine Events laufen, dann kann man das ja auch noch machen. Habe ich ja auch gesagt. Also ich meine, allein dafür müsste ich ja nochmal spielen. Also halt auch länger als eine halbe Stunde oder Stunde oder so. 40 Stunden Eventfarm und ein paar Dramnogruns. Let's go. Musikwünsche sind back. Später. Also wenn ich 12 Stunden im Mars Dungeon bin, muss ich das safe einmal raus, um Perrin zu tauschen. Ja, wow. Nach 12 Stunden kannst du auch hier einen Perrin tauschen, jetzt mal ohne, also ohne Spaß. Also 12 Stunden im Mars Dungeon. Oder meintest du hier? Meintest du hier? Jetzt bin ich verwirrt. Wenn du 12 Stunden hier im Mars Dungeon levelst, AOE zumindest, machst du auch, dann machst du über 1 Milliarde Safe Call. Also pro Stunde macht man Minimum 70 Mio. Also auch auf Yggdrasil. 12 Stunden für 21 Perrin. Schau mal, das ist gerade mal das Doppelte von hier. Ja gut, okay, du bist nicht AOE, klar. Aber wenn du hier AOE ist, machst du in 12 Stunden, machst du auch 1 Milliarde. Knapp. Pi mal Daumen. 900 Mio vielleicht. Und das ist ohne 10-fach Penya. Ja. No benefits, my friend. No benefits. Was ist das für eine Abstimmung? Die ist ja mal balanced. Hat wahrscheinlich Zerifa jeweils 3 Stimmen gekauft. Ah nein, Moment, das würde keinen Sinn ergeben. Wenn man auf dem Schwarzmarkt schaut, dann ist es wirklich gefixt. Auf den schaut aber niemand Zen Master, weil den gibt's nicht. Kappa Klaus Nikolaus. Jetzt ist der Meteor-Hype vorbei, jetzt muss er den View-Account nicht mehr oben halten. Naja, das Ding ist halt, View-Account, ein hoher View-Account ist schon nice. Ich meine, beim einen Stream hatten wir 163 Zuschauer und Durchschnittszuschauer irgendwie 91 oder so oder 81, irgendwie sowas. Das war schon ziemlich heftig. Vor allem ein durchschnittlicher View-Account, über 80, ist crazy. Aber ich meine, was bringt's dir? Ich meine, im Chat waren im Endeffekt genau die gleichen Leute wie immer. Vielleicht, okay, zugegeben, hier und da waren wirklich mehr Leute aktiv und es kamen auch immer wieder neue Leute. Aber es war im Endeffekt das gleiche Schema wie immer. Neue Leute sind kurz da, wenn es hochkommt, vielleicht mal für 1 Stunde. Und die meisten waren dann immer relativ schnell wieder weg und von 80 Zuschauern haben maximal 20 in den Chat geschrieben. Und ich meine, vom Ding her bringt es ja dann irgendwie auch nicht viel. Also ich meine, wo ist, also ich meine, klar, man hat halt mehr Viewer, aber ich weiß halt nicht, also nur deswegen Leute weiter zu spielen. Am Ende von den 3 Monaten sind die Viewer so oder so weg, weil sie sich nur für den Speed, nur für den Speed-Server interessieren. Und dann hockst du wieder auf Yggdrasil mit den gleichen Boys. I appreciate you, by the way. Very much. Ja, aber dann hockst du wieder mit genau den gleichen Leuten wie immer hier. Vielleicht mit hier und da vielleicht wirklich ein paar Leuten mehr. Nur mit dem Unterschied, dass ich dann 3 Monate Zeit in den Server gesteckt habe, der dann einfach weg ist und hier in den 3 Monaten nichts erreicht habe. Und die Leute, die sich wirklich für hier interessieren, für Upgrades oder für Fortschritt, auf die wird dann einfach 3 Monate lang geschissen. Hey, du schaust meine Videos seit 5 Jahren? Fick dich, ich spiele jetzt 3 Monate woanders und mache hier einfach nichts mehr.
Also das ist auch nicht wirklich eine Message, die ich... Erstens will ich diese Message nicht senden. Und zweitens, will ich auch einfach nicht 3 Monate keinen Fortschritt haben, weil das ultra ätzend ist in Flife. 3 Monate einfach... Wenn du wirklich legit 3 Monate nicht spielst oder wirklich nur ein paar Shops machst und eigentlich gar nichts wirklich machst und dann wieder anfängst, dann fühlst du dich einfach nur richtig wasted. Und dann kommst du dir einfach nur so vor, oh, hätte ich da gefarmt, hätte ich jetzt so und so viel Geld und... Das ist einfach ätzend. Also ich meine, ich habe jetzt schon die letzten Wochen kaum Yggdrasil gespielt, vor allem diese eine Woche ohne Event, oder waren es 2 Wochen? Ich glaube, es waren 2 Wochen ohne Event, habe ich wirklich gar nicht gespielt. Jeden Tag nur ein bisschen eingeloggt, hier und da mal ein Dramlock-Run, aber da meine Partys immer so schnell futsch waren durch DCs, konnte ich nicht mal das wirklich machen beim Lernen, nebenbei Dramlock, was ich sonst immer gemacht habe. Auch wenn ich mal nicht so viel gespielt habe, Dramlock war immer drin, weil es halt einfach so schnell geht und als Ablenkung zwischen dem Lernen finde ich es eh ganz nice. Aber nicht mal das ging und das da, also da habe ich mich jetzt schon schlecht gefühlt, weil ich jetzt eigentlich im letzten Monat habe ich so wenig Fortschritt wie, keine Ahnung, seit 1,5 Jahren nicht mehr gehabt auf Yggdrasil oder auf Devos. Und wie gesagt, es fühlt sich nicht gut an, weil man sich dann einfach denkt, ja, hätte ich den Monat gespielt, dann hätte Fahrradkette. So ungefähr. Und du bist 1v1-Blade mit Queenswords, achso, ja gut, okay. Aber warum keine Äxte, verstehe ich nicht. Wegen der Hitrate oder was? Twitch-Partner? Naja, 25 Stunden lang durchschnittlich 80 Viewer ist schon was anderes. Da würde es wahrscheinlich nicht mal was bringen, wenn ich jeden Tag Meteo streamen würde. Küsschen aufs Brüstchen, okay. Ich schaue deine Videos seit 5 Jahren, tu nicht so, als ob du dich plötzlich für mich interessierst. Ich rede ja auch mit den Leuten, die sich für Flife interessieren. Das tust du ja nicht. Größtenteils zumindest. X-Shield, by the way. Oh, das ist ein guter Punkt. Endlich das X-Shield wieder auspacken. Let's go. Oh, yeah. Gerade 60S, immer minus. Achso, 60 Sekunden, oder? Oh, wow. Damn. Das ist mies. Tja, zu schade, dass du keinen Crack-Shooter spielst, der außerhalb der Stun-Range stehen kann. Aber gut, macht auch keinen Damage. Vor allem nicht auf Level 121, wenn du ihn downlevelst. Hier wird sich mal wieder um Kopf und Kragen geredet. Wieso? Ich habe dann einfach nur gesagt, wie ich es sehe. Und ich weiß nicht, ich denke mal, die meisten sehen das auch so, weil... Das ist immer die Sache, das ist halt dieses... Ich meine, ich bin ein Sellout. Und ich meine, das wisst ihr, ich bin ein Sellout. Also ihr wisst, dass ich ein Sellout bin. Ich meine, für Geld mache ich so ziemlich alles. Wer nicht, ist meine Frage. Also... Nicht wirklich alles, versteht sich, aber halt, ja, ich meine, wenn Leute was wollen, dann geben sie Geld dafür, warum nicht? Also funktioniert das halt einfach im Internet größtenteils und das schon, aber einfach nur Viewer bringen ja nicht mal was. Also ich meine, selbst wenn hier 100 Leute zuschauen, inaktiv, nicht in den Chat schreiben, nichts machen, wenn überhaupt nur followen, das bringt halt nichts. Also ich meine, klar... Dann ist die Chance größer, dass da immer mehr Leute kommen und immer größer und bla und pipapo. Aber ich sag mal, wenn man es realistisch sieht, mit Flife wird es niemals was werden, weil du kannst diese Leute einfach nicht halten, weil es einfach nicht, also erstens mal, weil die meisten Leute das Spiel ja nicht mehr spielen und auch deswegen haben sie nur den Speedserver interessant gefunden, weil es halt mal wirklich was komplett Neues war, was noch keiner jemals gesehen hat. Also es gab es halt sozusagen noch nie. Vor allem nicht bei uns halt. Einmal gab es es schon auf Playpark, aber halt sonst noch nie. Das heißt, es war wirklich was Einzigartiges, was wirklich Interessantes. Und deswegen hat es halt auch wieder viele Leute angezogen, die halt Flife eigentlich gar nicht mehr spielen. Aber von den Leuten, die eh schon Flife spielen und sich Streams angucken und so weiter und so fort, da kannst du diese Viewerzahlen eh nicht halten. Das ist unmöglich. Und sobald du bei solchen Viewerzahlen auf ein anderes Game switcht, sind 90% weg. Das ist einfach so. Also da müsstest du schon wirklich was krank Abgefahrenes machen, dass die alle bleiben und, oder alle sowieso nicht, aber dass da 50% bleiben. Und das ist, sag ich mal, die Mühe nicht wert, weil wenn die nicht mal im Chat aktiv sind, ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Hälfte von denen nicht mal Deutsch spricht. Und wie willst du die bitte in einem deutschen Stream halten? Unabhängig davon, ob ich Fragen auf Englisch beantworte, das bringt auf Dauer einfach nichts. Das ist die Mühe nicht wert und, es wird einfach nicht funktionieren bei Flife. Bei jedem anderen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wirklich Fortnite spielen würde, dann wäre es wahrscheinlich was anderes. Weil wenn du dann auf Counter-Strike oder so wechselst oder auf League of Legends oder so, würden wahrscheinlich trotzdem 80% weiter zugucken, weil das einfach die Games sind, die kennt jeder, die spielt jeder oder hat jeder mal gespielt oder zumindest jeder hat sie mal gesehen. Und damit kann jeder zumindest ein bisschen was anfangen und so. Aber bei Flife ist es jetzt so, wenn es dich einfach nicht interessiert, weil du es selber nicht spielst und du wirklich nur wegen diesem einen Special-Event da warst und sobald es vorbei ist,
interessiert es dich ja automatisch nicht mehr. Und exakt das. Und vor allem, wenn es halt Leute sind, die nicht mal in den Stream-Chat schreiben, also die quasi am Stream selbst gar kein Interesse haben, die sich wirklich nur für das Projekt quasi interessieren, ist es sauschwer, solche Leute dazu behalten. Und aber, wie gesagt, auch extrem aufwendig. Und für Leute, die nicht mal in den Chat schreiben, so einen Aufwand zu betreiben, ist, finde ich, schon ein bisschen unverhältnismäßig. Und genau, das ist einfach so. Also, ja. Ich meine, natürlich, wenn so viele Leute da sind, könnte man einfach öfter Werbung schalten, weil ich schalte eigentlich fast nie Werbung. Während dem Stream, vor, nach und so. Oder wenn ich mal weg bin, okay, dann schon. Aber ich meine, so ist er meistens stundenlang ohne Werbung. Oder oftmals auf jeden Fall. Gut, dann könnte man natürlich einfach mehr Werbung schalten, weil bei über 100 Viewern Werbung schalten auf Twitch, dann lohnt es sich auch irgendwann sogar mal. Ja, aber das, dann hauen sie auch gleich wieder alle ab. Sobald eine Werbung schaltet, sind gleich 40 Leute weg. Also das ist genau das Gleiche. Und daran sieht man ja eben dadurch, dass sie so schnell weg sind, sobald es nicht mehr interessant ist, dass sie sofort weg sind, daran sieht man halt auch den ihr wirkliches Interesse an dem Stream sozusagen. Service-Nachricht. Nein, das hier ist keine Endlosschleife. Der Streamer wiederholt sich tatsächlich bereits zum 10. Mal. True, Felix. Danke für diese Service-Nachricht. Grüße gehen raus. Ich habe Valentins Event auch nur so 4 Tage gefarmt, danach Event-Questies nur noch verkauft. Ich habe es, also aktiv habe ich es auch nur 4 Tage gefarmt, ja. Niemand, wirklich niemand. Chris, wirtschaftlicher Erfolg? Na, ich brauche Progress auf einem Websend-Server. Naja, wirtschaftlicher Erfolg, wie gesagt, der war ja nicht vorhanden bei Leuten, die nicht mehr in den Chat schreiben. Und Twitch-Partner, wie gesagt, das erreicht man so einfach auch nicht. Weil die Leute auch trotzdem nicht die ganze Zeit da waren. Also ich meine, die ersten paar Streams waren echt krass von den Viewerzahlen her, aber in der zweiten Woche hat man es auch schon gemerkt, dass es deutlich weniger war. Vor allem die Peak-Viewer und die durchschnittlichen Viewer waren wieder deutlich niedriger, also damit hätte man jetzt auch nicht Twitch-Partner sozusagen forcen können. Wäre sich nicht ausgegangen. Vor allem, weil ich dafür einfach viel zu viel streame. Also ich streame meistens oder oft über 50 oder 60 Stunden und da ist es schwierig, diese Viewer zu halten. Also pro Monat. Manchmal auch nur 40, aber auf jeden Fall immer mehr als 25. 25, das sind 3 Samstage. Das sind halt echt 3 Samstage. Zwei Stunden auf Meteor-Stream und dann auf Fortnite wechseln, genau. Und jetzt bin ich Pokémon Mystery Dungeon auf der Switch, live im Stream, hast du eh keine Schule. Nice, den Discord nicht gelesen. Seine Putzfrau Consuela bringt ihm jetzt zu Hause Spanisch bei. Ich wünschte, ich hätte jemanden, der Spanisch spricht. Ja, wobei eigentlich nicht, weil der würde mir nur die ganze Zeit sagen, dass ich es mehr lernen sollte und aufhören sollte, jedes Wort falsch auszusprechen. So ungefähr. Jede Minute kommt eine Nachricht auf Twitch und er ist trotzdem 4 Minuten behind. Cause, weil ich einen Monolog gehalten habe. Twitch-Partner reicht man nicht so einfach, du bist wohl neu auf dieser Plattform. Gut. Man kann es schon forcen, aber das sind ja dann keine angenehmen Streams, wenn man... Also ja, keine Ahnung, ich meine, wow, was müsste ich machen, um Twitch-Partner zu werden? Titel, Viewtime ist gleich Five-Items und einfach legit komplett Selloutten. Einfach 300 Milliarden in den Stream stecken, wirklich nur 25 Stunden in 30 Tagen streamen und ja, also so irgendwie, also sich jetzt quasi erkaufen. Aber ja, ist halt auch nicht so geil. Weiß nicht. Und es ist nicht garantiert, dass es funktioniert. Das ist das Problem. Am Ende stehst du vielleicht da, hast... Gut, okay, 300 Milliarden wären jetzt gar nicht mehr so ultra krank. Das ging ja eigentlich noch. Aber es würde wahrscheinlich nicht mehr reichen. Und es ist nicht garantiert, dass es wirklich funktioniert. Aber ja, man könnte ja dann wirklich so ein Giveaway machen, das irgendwie über Feud-Zeit läuft oder irgendwie sowas. Könnte man theoretisch schon machen. Oder Leute können sich über die Streamlabs-Punkte Tickets kaufen und alle Tickets kommen am Ende in einen Lostopf. Und dann rollst du einfach 50 Items oder so oder 50 mal 10 Perin oder so. Das könnte man schon machen. Und jeder kann so oft gewinnen. Also jeder kann unendlich oft gewinnen sozusagen. Ja, das könnte man schon machen, aber... Ja. Okay, nächsten Monat. Ich habe das... Armout Boys. Ich muss auf 0 Stunden pro 30 Tage kommen. Dann machen wir das. Ja. Also ich weiß schon, dass man sich das quasi... erkaufen kann oder halt... Vor allem bei diesen Streamern hier. Da... Ja.
das ist natürlich schon relativ einfach, sich das zu holen. Also was heißt relativ einfach, ist wahrscheinlich auch nicht, aber vermutlich deutlich einfacher, als wenn man einfach nur ganz normal spielt. Oder, keine Ahnung, es gibt ja noch andere Sachen auf Twitch nicht spielt. I don't know. Ist das Event gut? Yes. Habe auch ein Video drüber gemacht. Leider, ja, Donnerstag halt, ne. Habe am Ende nochmal fetten Fat Brain gehabt und einfach die Zahlen vertauscht, statt 10, 50 gesagt. Also statt 50 insgesamt, 50 auf jedes Item. War ein bisschen blöd. Aber das Event ist echt gut, also vor allem, ich weiß nicht, spielst du momentan? Oder wie ist so dein Equipment? Also man kann sich ziemlich viel Zeug holen, was einem als Anfänger echt krass weiterbringt. Also Sachen, die halt wirklich sehr viel wert sind und die man auch noch im hohen Level trägt. Also vor allem das CS ist halt wirklich krass. Also das ist eh schon mit das Beste. Geht so. Okay, also das CS, was man sich farmen kann, ist es leider auch sehr selten, muss man dazu sagen. Aber wenn du da ein bisschen Glück hast und die richtigen Items bekommst, ist es erstens sehr viel wert, verhältnismäßig. Und zweitens, bringt es dir auch wirklich was, weil, wie gesagt, das ist im Endeffekt zum Großteil des CS oder auch der Cloak, das kann man auch im sehr hohen Level noch tragen. Also damit hast du eine solide Basis erstmal. Und das ist wahrscheinlich, solange du keinen Skeleton Davis Cloak oder ein Azurite Set hast, wobei selbst mit dem Azurite Set, ist das CS eigentlich sogar besser als das, was du hast. Also wie gesagt, gibt eigentlich nur wenige Sachen, die besser sind als das, was man sich gerade farmen kann. Also schon gut. Hä, gibt's den Comment YouTube nicht? What the hell? Really? Damn. Zum CS kann man das 9% ATK-Haarband kaufen. Hab gehört, das ist sehr billig. Verkaufst du zufällig welche? Entschuldigung. Ja. Also nee, ist auf jeden Fall ein Event, das sich lohnt, weil selbst wenn man alles verkauft, also ich habe gesehen, die Clovers werden für über oder für 10 Mio auf jeden Fall gekauft oder wurden sie gekauft. Und 10 Mio ist schon heftig, da habe ich jetzt schon 370 Mio hier. Und ich habe legit gerade angefangen, vor einer halben Stunde. Und 15 Minuten im Video gefarmt, also noch nicht mal eine Stunde gefarmt und habe 370 Mio. Einfach so aus dem Nichts. Plus die anderen Items noch, wobei die wahrscheinlich deutlich günstiger sind. Schachmatt, Sir Alpha, Schachmatt. Bin gerade auf deinem Kanal und sehe das Video nicht. Lol, bin ich dumm? Ich habe es heute hochgeladen. März-Event. Titel, also im Thumbnail steht März-Events. Und im Titel steht St. Patrick's and White Day Event. Müsste das heutige Video gewesen sein. Oder eins der heutigen. Kamen aber mehrere. Das kriege ich tatsächlich selber mal drauf. Also bei mir ist es das zweite Video vor 12 Stunden. Vor dem Hearthstone und also zwischen Hearthstone und Kingdom Rush. So mit Let's Play davor. Ach so, oh, ja. Ja, Schachmatt. Ja, in letzter Zeit lade ich wieder Let's Plays hoch. Ja, war mal eine Zeit lang nicht so, da habe ich viel ohne Let's Play hochgeladen. Weil es so teilweise random Videos waren oder nur so Box Openings. Aber ja, die meisten Videos lade ich mittlerweile wieder als Let's Play hoch. Aber die Thumbnails sind eigentlich das Aussagekräftige. Ich habe. Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Oder habt ihr das eigentlich gemerkt? Du machst jetzt Let's Plays? Damn. Alright. Ouch. Aua. Es hat fast so sehr wehgetan wie diese minus 13 Crit Damage bei der Changeaway auf den Boots. Ouch. Dead Memory. Ja, die guten alten Changeaways. Immer wieder für den Spaß zu haben. Aber ja, habt ihr das mit dem Thumbnail eigentlich gemerkt? Also, keine Ahnung, mal so ein bisschen Feedback. Ich meine, dass sie nicht alle gut aussehen, ist mir klar. Ja, ich experimentiere viel rum, wie man sieht an den Farben und so. Erst habe ich sie alle einfarbig gemacht, immer die gleichen Farben, wegen Wiedererkennungswert und so. Dann habe ich aber gemerkt, dass jedes Video weniger Aufrufe bekommt, weil die Leute immer denken anscheinend, dass es immer das gleiche Video ist. Ja. Und dann habe ich angefangen, die Farben zu ändern und siehe da, es hat wieder etwas geändert. Und wenn du jedes Video ein anderes Thumbnail hast, tatsächlich macht das einen großen Unterschied. Überraschenderweise. Das alle von Starlight machen. Sklavenarbeiter. Nee, das mache ich schon selber. Ich finde das eh ganz lustig, weil dann kann sich immer wieder neue Sachen beibringen.
Und ich meine, ich benutze eh nur GIMP, Free-to-Play-Programm, genau. Free-to-Use. Und ich finde es eigentlich ganz nice, also kann man schon ganz gut was mitmachen. Kommt halt darauf an, wie viel Zeit man reinsteckt. Ich meine, wenn man für jedes Thumbnail nur 10 Minuten maximal benutzt, dann, ja, kann es halt auch nicht das Beste werden. Aber ich sag mal so, für, ja, ist schon nicht schlecht. Also es geht schon viel. Und immer wieder neue Funktionen entdecken und so ist echt ganz lustig eigentlich. Ich schaue nur Kingdom Rush. Verständlich, Felix. Das einzig gute Let's Play. Aber nur bei Flife, nicer Bias. Skyrim, Kingdom Rush, Dead Alive, am I a joke to you? Ja, das Problem ist, Zerifer, wenn ich für alle wie... Also ich meine, ich habe ja erst vor kurzem damit angefangen. Das war quasi meine einzige New Year's... heißt es... Na, Net Resolution, oder? Wie heißt denn das nochmal? New Year's? Net Resolution. Doch, Resolution, doch. Oh, okay, das hat sich jetzt irgendwie so falsch angehört. War mir aber eigentlich sicher, dass man das so sagt. Egal. Auf jeden Fall war das quasi mein Vorsatz fürs neue Jahr. Also eigentlich nicht wirklich, ich hatte eigentlich keinen. Aber ich habe mir einfach gedacht, komm. Weil teilweise halt wirklich die Views wirklich weit im Keller waren. Obwohl die Videos an für sich, also vom Prinzip her, ich meine, das heißt natürlich nicht, dass das Video automatisch gut ist, nur weil ich eine bestimmte Sache mache. Aber vom Prinzip her habe ich halt Sachen gemacht, die eigentlich beliebter sind als ein Tramnog Run zumindest, haben aber weniger Aufrufe bekommen. Und dann dachte ich mir halt auch so, das kann ja eigentlich nicht sein. Ich meine, du machst ein Special sozusagen und keinen interessiert es so ungefähr. Und dann dachte ich mir, ja gut, wenn ich meine legit jedes Video, das du hochlädst, immer gleich aussieht. Ich meine, man kann nicht für jedes Video ein neues Thumbnail machen, wenn man so viel hochlädt wie ich. Außer man macht es, oder man hat mehr Zeit. Oder ich meine, man kann es schon machen, und dann geht halt noch mehr Zeit dafür flöten. Und man kann noch weniger spielen, und bei Flife ist halt die Spielzeit, die man reinstecken muss, einfach trotzdem nicht ohne, um hier Progress zu machen. Und ja, dann dachte ich mir halt, ja gut, dann kann man ja mal anfangen, kann man es mal ausprobieren. Und teilweise funktioniert es gar nicht, überraschenderweise. Also manche Thumbnails, oder ich weiß nicht, manche Videos gehen einfach komplett unter. Unabhängig von dem, was im Video passiert irgendwie. Das sind sogar Wegfolgen teilweise krasser geklickt und die sind ja wirklich unbeliebt. Ja, keine Ahnung. Aber es ist halt ein bisschen experimentieren. Und ja, aber es ist halt immer interessant, wenn man verschiedene Thumbnails und so benutzt oder aussagekräftigere Titel und so, wie sich dann die Aufrufe verändern. Ist eigentlich ganz interessant. Dafür habe ich 8 Jahre auf YouTube gebraucht, um das zu realisieren. Belastend. Aber gut, ich habe... keine Ahnung, früher habe ich das ja wirklich komplett random nebenbei nur gemacht. Da habe ich ja nicht mal Thumbnails gemacht, lol. Also da habe ich ja wirklich legit immer nur das gleiche Bild hochgeladen, also nicht mal ein gutes Thumbnail gemacht, weiß nicht. Aber da war man halt noch jung, da hat dann das, keine Ahnung, nicht so interessiert, weiß auch nicht. Seit wann trägst du Seiten auf 0? Seiten auf 2, mein Freund. Und das ist das zweite Mal tatsächlich erst. Sonst hatte ich es immer auf 4, da sieht man es eigentlich gar nicht mal so krass. Aber ich muss sagen, auf 2 gefällt mir deutlich besser, weil meine Haare wachsen relativ schnell über die Ohren. Auch wenn ich sie mittellang trage, also mit diesem Gain-Scheitel, den ich immer habe. Aber anders kann man sie nicht tragen, weil ich hasse es, wenn mir Haare in die Stirn hängen. Das ist Trigger-Point. Also ich kann es nicht abhaben, wenn mir Haare in die Stirn fallen oder in die Nähe der Augenbrauen kommen sozusagen. Was wahrscheinlich an meiner gigantischen Stirn liegt. Nein, aber... ich hasse das wirklich und deswegen muss ich irgendwie einen Scheitel oder so tragen. Und wenn die Haare länger sind, kann man ja auch kein Iro tragen, weil das Jahr 2001 ist schon lange vorbei. Und ja, deswegen lasse ich es jetzt an den Seiten auf jeden Fall kürzer schneiden, weil mich das mit den Ohren stört. Und oben geht es halt nicht anders, da muss ich es halt dann immer zum Scheitel machen irgendwann, ab einer gewissen Länge. Aber ja, genau. Und ja, wieso ich es nicht bei anderen Games mache, wie gesagt, weil es einfach zu viel Zeit nehmen würde, vor allem bei den Videos, die wirklich täglich kommen, weil bei Flife ist ja so, manchmal wechselt es noch mit dem Stream und ich meine, gut, für jeden Stream mache ich jetzt nicht extra ein Thumbnail, vor allem bei den meisten Streams mache ich ja immer das Gleiche. Ja, und ich meine, Streams, das gucken sich ja wirklich nur die Leute an, die den Stream verpasst haben und ungefähr wissen wollen, was passiert ist, ein bisschen durchskippen. Manche gucken sich es auch länger an, je nachdem halt. Aber
da lohnt sich nicht wirklich ein Ding, weil wir Streamaufzeichnungen gucken sich ja, die meisten gucken sie es nicht dann und die, die es angucken, gucken es so oder so. Also ich weiß nicht, da macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ja. Aber wie gesagt, für jedes Video, das würde schon heftig viel Zeit nochmal einnehmen. Da müsste ich legit meinen Job quitten dafür, weil sonst wird sich das echt nicht ausgehen. Oder noch weniger Flife spielen, aber dann könnte ich bald keine Flife-Videos mehr machen. Genau. Ach ja, No Kappa für die neuen Thumbnails ist besser, nicht so langweilig, immer dasselbe. Also vorher meinst du, war es immer langweilig und immer dasselbe? Yes, indeed. Gucke Flife trotzdem nicht. Appreciated. JG Rocks, my man, what's poppin'? By the way, Chris, mir ist aufgefallen, dass Felix nur deine Kingdom Rush Let's Plays ansieht, aber nie Daumen hoch gibt. Wäre jetzt schon ein Timeout wert. Du wirst nur wieder Beef mit ihm anfangen. Warum auch immer du immer Beef mit ihm anfangen willst. Na, ist doch seine Sache. Ich sag mal so, Daumen nach oben sind nice und appreciative, aber muss ja jeder selber wissen. Also ich meine, je nachdem, wie aufwendig das Video ist bei Kingdom Rush, sage ich mal, hält sich der Aufwand jetzt eher in Grenzen. Da ich es ja nicht wirklich bearbeite, oder eigentlich sagen wir straight up, ich bearbeite die Kingdom Rush und so Let's Plays kaum bis nie, also ich schneide wirklich was raus, wenn irgendjemand in mein Zimmer kommt oder wenn das Telefon klingelt oder sowas, dann natürlich schon. Aber im Normalfall eigentlich nicht. Und du verschiebst ja nicht mal deine Cam. That's not true. Ich vergesse es nur manchmal. Das Ding ist halt, wenn du mehrere Folgen am Stück aufnimmst, irgendwann vergisst du wieder die Cam zu verschieben. Aber dass ich sie noch nicht verschoben habe, ist eine Lüge. Oder ich weiß nicht, bei welcher Folge sind wir. Aber eigentlich, wir sind doch bei Folge 20, oder? Oder 21 oder so. Dann müsste ich sie eigentlich safe schon mal verschoben haben. Pretty sure. Mindestens einmal, glaube ich. Und wenn nicht, dann kommt's noch. Aber ja, wie gesagt, je aufwendiger das Video, desto mehr appreciated man die Likes. 21, gerade nachgesehen. Ja, du wusstest es selber nicht und sagst zu mir, dein Ernst? Und außerdem, ich hab 20 oder 21 gesagt. Pretty sure. Also, nicht mal so. Ich habe überhaupt nicht daneben gelegen, eigentlich. Hair-Tutorial oder Real-Life-Action wäre klasse. IRL-Stream when? Ich kann aber nächsten Friseurtermin streamen. Kappa Klaus Nikolaus. Ich gehe mal montags um 19.30 Uhr, letzter Termin, um 8 machen die zu. Und da ist immer nur noch einer da. Also ist immer die letzte und ist immer die gleiche. Die denkt sich wahrscheinlich immer, welches fette Arschloch kommt jeden, alle drei Monate am Montag um 19.30 Uhr echt noch rein und lässt mich nochmal arbeiten. Ja, ich bin's. Kappa Klaus Nikolaus. Aber die haben tatsächlich, ich musste mir die Hände desinfizieren, als ich reingegangen bin. Also ich habe mich hingehockt und die so, einmal Hände desinfizieren wegen Corona. Oh, okay. Und dann ging es wieder. Nein, aber wäre, glaube ich, ziemlich unangenehm. Ich like alle Data Live Folgen, außer wenn du wieder ausrastest. Ich bin bei Data Live noch nie ausgerastet. Oh nein, stimmt, hast recht, ich raste fast jede Folge aus. Schaut es euch unbedingt an. Chance. Tja, na, ich war mir jetzt legit nicht sicher. Ohne Spaß, es hätte jetzt halt auch 23 sein können. Eigentlich hättest du jetzt auch 25 schreiben können. Alles außer, also zwischen 19 und 26 hätte ich dir, glaube ich, alles geglaubt. Davor und danach nicht. Aber, ja. Du rastest bei Dead Alive mehr aus als bei Flife? Kommt drauf an. Ich meine, ich upgrade bei Flife kaum noch, weil es so teuer ist oder sich nicht lohnt in den meisten Fällen. Liegt wahrscheinlich, wenn dann, daran. Und ganz ehrlich, bei Data Live, manche Sachen sind so, ach, die triggern einfach, vor allem wenn sie immer wieder passieren. Folge für Folge, Tag für Tag, Sekunde so viel, ja. By the way, hast du in der heutigen Folge den Giftdrachen ausprobiert und fandest den Scheiße, hab nach Best Kingdom Rush Frontier Hero gegoogelt, der ist halt legit der beliebteste und beste. Tja, die Leute haben einfach keine Ahnung von dem Game. Nein, ich weiß auch nicht, ich mag die Drachen nicht. Die mochte ich noch in keinem Game bis jetzt. Es gibt, glaube ich, in jedem, wobei im ersten bin ich mir nicht sicher, ob es da auch einen gibt, aber in Origins gibt es auf jeden Fall auch einen. Todessicher. Ich weiß nicht, ich mag die nicht. Oh Leute, ich habe die ganze Zeit keine Partys gesagt, aktiv. Hoppla.
Oh, Moment mal, ich habe gar keine Scrolls mehr, lol. Damn. Okay. Das ist. Das, und ich verbrauche auch Punkte, aber meint, ich mache keine Party Skills an. Lol, ich habe keine Unlimited Scroll aktiviert momentan. Mache ich auch wahrscheinlich bald wieder. Aber ja, ich mag die nicht. Ich habe mir gefühlt 2000 Mal dein Intro und deine Begrüßung angeschaut, habe mich noch und mich noch nicht drüber aufgeregt. Worüber könnte man sich da auch aufregen? Das ist legit das beste Intro, das ich jemals für 10 Euro gekauft habe, vor 8 Jahren. Wobei, ich glaube, es war vor 6 oder... Ich glaube, es war Ende 2013. Ja, die guten alten Zeiten. Vor allem, ich weiß noch, das war auch so weird. Ich weiß nicht mehr, welches Dateiformat es war und ich habe es auch nicht mehr, weil ich seitdem ja schon zweimal meinen PC gewechselt habe. Aber ich habe das Intro von einem Typen gekauft. Also ich habe ihm halt gesagt, ja. Also ich habe eins seiner Intros gesehen und fand es halt richtig nice. Und früher war das so ein richtiges Business mit diesem Intro und so erstellen. Oder ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich immer noch, aber jetzt ist es halt viel professioneller. Früher war es ja so richtig Larry-mäßig. Da hat sich ja jeder für einen kranken Grafikdesigner und so gehalten. Obwohl sie alle nur das gleiche kopiert haben und immer nur den Text ausgetauscht haben und die Musik. Aber der hat halt ziemlich unique Intros gemacht. Also meins ist eigentlich auch ziemlich unique. Ich habe noch nie eins gesehen, das ist wie meins. Also zumindest genauso ist. Und genau deswegen habe ich ihn damals angeschrieben, weil es halt was anderes war, als dieses Dubstep 3D-Schrift dreht sich im Kreis und so, weil das hat ja legit jeder. Und dann habe ich ihn angeschrieben und dann habe ich ihn halt, also über Skype noch, die guten alten Skype-Zeiten. Und dann so, ja, was kostet das? Und mach mein Logo rein und der Rest ist mir eigentlich relativ egal, soll einfach nur nice aussehen. Und der so, ja, 10er kriegst du in einer Woche. Und dann schickt er es mir und dann war es das abgefuckteste Dateiformat, das ich jemals in meinem Leben bekomme. Ich konnte es nicht angucken. Ich weiß nicht, was das für ein Datei, also war wahrscheinlich seine Bearbeitungsdatei oder keine Ahnung. Ich musste über so einen Online-Free-Videokonverter das irgendwie in MP4 umwandeln. Weil ich konnte es nicht angucken. Ich konnte es mir nicht mal angucken. Also ich habe irgendwie einen halben Tag gebraucht, um mir das überhaupt mal anzugucken, was ich da überhaupt für 10 Euro gekauft habe. Und stimmt, er wollte noch Vorkasse haben, also er hätte mich auch übel scammen können, tatsächlich. Aber der hatte ganz gute Reputations, deswegen war es eigentlich relativ wahrscheinlich, dass er es nicht gemacht hätte. Und 10 Euro, ich meine, das ist jetzt auch nicht wirklich die Welt. Auf jeden Fall, ja, war das ein ziemlicher Act mit dem Dateiformat, aber ich weiß nicht mehr, welches es war. Hättest du ihn auch nach einem anderen Teil fragen können, statt einen halben Tag in den... Nee, ich habe legit gefragt und er meinte, er hat es jetzt nicht mehr. Er hat es halt nicht abgespeichert. Also er hat es nur in dem Dateiformat abgespeichert und er konnte es irgendwie nicht mehr. Also irgendwie sowas hat er dann geschrieben. Ich habe ihn natürlich gefragt, was er, ob er es in MP3 hat. Nee, MP4, nicht MP3. Ja, MP3 wäre auch gut. Ja, das wäre wirklich ein Scam gewesen. Er schickt es dir, dann hat es dann nicht mehr. Ah ja. Alter, ohne Scheiß, das ist mir letztens nochmal irgendwann passiert. Das ist, glaube ich, ist kein Event-Item. Das ist mir letztens... Moment, wo war denn das? Das ist doch noch gar nicht so lange her. Das war doch erst letztens irgendwann, ist mir das doch schon mal passiert. Oh mein Gott, wo war das? Das habe ich auch im Stream erzählt. Oh mein Gott. War mit dem... Mit diesen Pixel-Emotes. Ja, mit den Sub-Emotes. Das war doch genau das Gleiche und das war 2019. Also ich meine... Und 2013 kann man das noch eher verstehen. Noch eher verstehen. Und das war 2019. Und der Typ ist ja legit ein Designer gewesen, der die Scheiße... Und der hat ja nicht nur 10 Euro verlangt, der hat für seine Emote-Packs, hat er, glaube ich, 50, 60 Euro verlangt. Also ich meine, ich habe es ja gratis bekommen wegen dem Giveaway. Aber stell dir mal vor, du zahlst 60 Euro und dann sagt er einfach, ja, ich hab's jetzt nicht mehr, ich hab's nicht abgespeichert. Entschuldigung. Mach trotzdem 60 Euro. Ziemlich belastend. Moin, wie viele Free Leaves bekommt man pro Stunde? Also ich jetzt nicht, aber ich habe mir sagen lassen, bis zu 200 sind möglich. Zur Primetime würde ich sagen eher so 100. Ja. Also ich kriege gerade so ungefähr, wenn ich jetzt auf eine Stunde hochrechne, so 70 vielleicht. Aber ich meine, es ist Freitagabend, also könnte wahrscheinlich mehr sein. So. Sakani Wolf. Thanks for the follow, man. Also ja, jetzt sind 70, wenn ich morgens farmen würde unter der Woche, wobei jetzt, wo die meisten Schulen geschlossen sind, wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, also 100 sind bestimmt möglich pro Stunde. 200, ja, ist jetzt wieder dieses Hörensagen. 200 kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das wäre jetzt schon wieder das Dreifache von mir. Ich meine, gut, okay, hier ist die Droprate nicht so gut, aber 200 wäre schon heftig. Aber wer weiß, um 5 Uhr morgens oder so an einem Dienstag mag das schon möglich sein. I don't know. Zu diesen Zeiten spiele ich meistens kein Computerspiel. Haben wir dein altes Merch-Video angesehen, da hast du legit dein T-Shirt mit Logo gezeigt und meintest, dass sich das Symbol ändern wird, weil es geclaimed wurde oder so, weil vor 2 Jahren ist es immer noch dasselbe Logo. Ja, und ich habe mir die Rechte an dem Logo für 200 Euro gekauft. Ups. Habe ich das gerade laut gesagt? Nein, habe ich ja halt echt. Ich habe den Typen Das war auch so ein Act, Alter. Ich habe schon so viel Müll erlebt. Weil der Typ, der mir das Logo erstellt hat, oh mein Gott, das war nur sogar noch der vor. Ich habe es 5,5 Jahre lang benutzt. Dann lade ich es auf Spreadshirt hoch und die finden innerhalb von einer Sekunde raus, dass das Logo geklaut ist. Oder halt quasi von, oder die Basis ist geklaut und er hat es einfach nur erweitert, sozusagen. Und das habe ich 5,5 Jahre lang nicht gewusst und niemand hat was gesagt. Das war crazy. Und da wollte ich es natürlich nicht mehr ändern nach so langer Zeit. Es ist zwar nicht besonders gut, wenn man es sich genauer anguckt, ist es nicht hundertprozentig, also die Abstände zwischen den Dingern und so sind nicht gleich. Wobei das auch deswegen ist, weil es ja ein S in der Mitte ist. Das checkt zwar keiner, aber es ist eigentlich ein S in der Mitte für Spielestyler, aber das checkt eh keiner. Unabhängig davon sieht es nicht schlecht aus, also ich mag's und wollte es halt auch nicht mehr ändern. Und ja, dann habe ich halt den Typen gesucht. Der hatte zum Glück eine Website, die ist zwar komplett inaktiv mit Copyright von 2016, obwohl 2018 war. Aber dann habe ich dem ein paar Mails geschrieben auf Englisch und auf Deutsch, weil ich nicht wusste, ob er Deutsch oder Englisch spricht. Aber er hat ein Ö im Nachnamen, also er musste auf jeden Fall Europäer sein. Also war mit Englisch schon mal nicht verkehrt. Also gut, heißt nicht automatisch, dass jeder mit einem Ö im Namen automatisch Europäer ist, aber ja, in Amerika kennen die das, oder eigentlich kennen die das ja nicht. Ist auch egal, auf jeden Fall. Habe ich den dann gesucht, mehrere E-Mails geschrieben, nach 3 oder 4 Monaten hat er mir geantwortet. Und dann hat es nochmal ein paar Monate gedauert und dann habe ich ihm gefragt, ja hey, ich bin nur so ein kleiner armer YouTuber, der gescammt wurde. Also quasi dem, der verarscht wurde und ja, kann ich mir irgendwie die Rechte kaufen? Und dann hat er mir einen Vertrag zugeschickt und dann habe ich ihm die Rechte abgekauft. Also beziehungsweise, also was heißt die Rechte? Also er hat nur immer noch die Grundrechte dran. Aber ich habe eine Lizenz quasi. Also ich habe eine Lizenz dafür gekauft. Also ich darf es benutzen, damit machen, was ich will und Geld verdienen und alles. Also ich darf es auch verkaufen, verändern, erweitern, alles. Aber wenn mich jemand fragt, müsste ich, glaube ich, wahrscheinlich sagen, dass es ihm gehört. Keine Ahnung. I don't know. Der macht eigentlich überhaupt keine Emotes. Ich check das eh nicht. Logos, also keine Ahnung. Der hat irgend so eine Der hat so eine Coaching-Firma, das ergibt nicht mehr Sinn. Der hat einfach nur Just for Fun auf DeviantArt vor 12 Jahren oder so Logos erstellt. Einfach nur Just for Fun. Jetzt hat er damit Geld verdient. Belastend. Aber ja, ist auch schon wieder ewig her. War am Anfang von Spreadshirt, also schon lange her. Genau. Und, was war noch? Weißt du schon, wer was über die Opening-Rate von der Cloverbox? 2,41%. Nein, über Cloverbox habe ich noch nichts gehört. Thomas meinte in den Kommentaren vom Video, er hat irgendwie 100 von den Ringboxen aufgemacht, also White Day Box, und hat einmal die Ringbox bekommen. Er hat 100 von den Ringboxen aufgemacht und die Ringbox bekommen. Nein, er hat 100 White Day Boxen aufgemacht und die Ringbox bekommen. Wie wahrscheinlich das ist, I don't know. Ich glaube, es ist ziemlich unwahrscheinlich tatsächlich, dass man sie wirklich bei 100 bekommt. Aber bei Freeleaf Clover hat noch keiner was geschrieben zur Rate von von Fourleaf Clover zum Beispiel und von den Tickets. Aber ich würde sagen, das ist Pi mal Daumen 1:1 das Neujahrs-Event kopiert. Weil auch ungefähr die gleiche Menge der Items drin ist und so. Also ich glaube, du kannst 1:1 das Neujahrs-Event dafür hernehmen, als Relate-Wert. Also würde mich sehr wundern, wenn es nicht so ist. Du kriegst sehr viele Möbel, sehr viele von den Böden, sehr viele Green Root Beer und Meat Salad. Und dann kannst du ja, also musst du mindestens ein paar hundert Boxen öffnen, um da mal eine Chance auf einen Fourleaf Clover oder mehrere Coupons zu haben. Geschweige denn einem Coupon. So, ich kann deinen Namen fast nicht lesen. Konst Bonus. Ich hoffe, du bist noch da. Sorry.
Du bist bei mir dunkelblau, das kann man halt nur lesen. Ja. Sorry. Was geht ab? Guten Abend. Ich war bei vielen dabei, aber ich merke mir so unwichtige Dinge halt nicht. Das hat halt meine Existenz bedroht, aber nice. Was schickt der Zerife da schon wieder rein? Damn, die Nostalgie hittet hart. Solche Gameboys hatte jeder Zweite. Aber nein, es ist nicht Zerife. Es hat tatsächlich eine Bedeutung. Was die 200 Euro wert? Es war nicht ganz 200 Euro, es war ein bisschen aufgerundet, es war ein bisschen weniger. Also er hat gemeint, normalerweise verkauft er sowas für weit mehr. Aber dann hat er halt, also ich habe ihm halt wirklich meine Story geschildert und so und halt ist wirklich einer auf klein und arm und ich wurde komplett durch den Schmutz gezogen und so. Also habe es halt auch etwas schlimmer dargestellt, als es im Endeffekt ist, sage ich mal. Aber so muss man das ja immer machen, um im Leben was zu erreichen, sich immer besser stellen oder schlechter in dem Fall, damit man das bekommt, was man will. Aber auf jeden Fall, also ich habe ja nicht gelogen, ich habe ja wirklich das so gesagt und das war ja auch so. Aber ich hatte auf jeden Fall gesagt, dass ich nicht so viel Geld habe und so. Was eigentlich auch stimmt, weil 200 Euro für sowas auszugeben, obwohl, also ich meine, stell dir mal vor, du benutzt was 5 Jahre lang und dann sagt dir jemand plötzlich, ja, das gehört dir nicht, zahl 200 Euro dafür. Da würden die meisten Leute wahrscheinlich einfach sagen, ja, fick dich, ich zahle nichts dafür. Aber wegen sowas will man auch keinen Copyright-Streit anfangen. Und ja, deswegen habe ich halt... Ich habe halt Angst vor Copyright-Klagen, weil sowas halt echt teuer werden kann. Und da muss ja nur wirklich mal einer so ein penetranter Arsch sein und das wirklich komplett durchziehen und dich wirklich vor Gericht zerren. Und dann, wenn du dann wirklich im Unrecht bist und du wusstest es von Anfang an und du wirst dann deswegen verklagt, selbst wenn es nur Schadensersatz ist oder so, muss ja wirklich nicht sein. Und ich meine, es gibt solche Verrückten, die wirklich wegen so einem Schwachsinn vor Gericht gehen würden. Einfach nur, um dir eins reinzuwürgen und für sie kostet es ja nichts, wenn du verlierst. Und wenn sie sicher sind, dass sie im Recht sind, also, auf sowas hatte ich noch nie Lust. Ich meine, der Typ hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, weil der wusste das nicht mal, dass ich das benutzt habe und der hat es wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre auch nicht erfahren. Aber Spreadshirt wusste es. Und ja, sonst hätte ich ja mein Merch auch nicht verkaufen können. Und irgendwann wäre vielleicht auch noch YouTube oder so irgendjemand, irgendwann wäre wahrscheinlich noch jemand anders dahinter gekommen und dann hätte es oder so irgendwann mal Probleme damit gegeben. Und so könnte ich das verhindern. Also, wenn man neu angefangen hat, lieber Event-Items verkaufen. Kommt drauf an, wie viel du spielst, würde ich sagen. Wie viel spielst du denn ungefähr? Also jetzt nicht nur jetzt oder heute oder morgen, sondern so die nächsten 3 Wochen. Also kannst du es ungefähr einschätzen, planen oder wie ist so deine Lust momentan? Danach würde ich es bewerten. Bewerten, einschätzen. Game Teddy, was geht ab? Ich muss bei seinem Essen mal an das denken. Also ist das jetzt einfach nur ein random S oder hat das irgendeine Bedeutung? Also irgendeine andere als das Offensichtliche? Homeoffice ist am Start durch Corona, da geht ordentlich was die nächsten Wochen. Ja, mein Bruder hat auch Homeoffice und wir arbeiten in der gleichen Firma, aber ich muss in die Firma. Wir arbeiten in unterschiedlichen Abteilungen und was soll ich sagen, meine Abteilung ist halt einfach wichtiger. Also es ist legit so, aber ja, ich muss trotzdem rein. Also ich kann auch nicht von zu Hause arbeiten, weil meine Arbeit kann man nicht von zu Hause machen. That is impossible. Als ob du das nicht kennst, keine Kindheit gehabt. Wait, what? Was ist das denn? Sagt's halt. Was soll das sein? Einfach nur ein langgezogen oder ein eckiges Dreieck? Keine Ahnung, was soll das sein? I don't know. Aber gut, ich meine, wenn du viel spielen kannst, dann würde ich öffnen, tatsächlich. Also ich meine, es kommt nochmal drauf an. Viel spielen heißt ja nicht automatisch, dass du auch viele Event-Items bekommst. Aber eigentlich schon. Dann würde ich schon öffnen. Wobei, warten wir noch ein bisschen Erfahrungswerte ab. Wie viele Leute so sich beschweren. Aber an für sich kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, wenn man genug Boxen gefarmt hat. Weil es gibt nur wenige Events, wo es wirklich so ist, dass du so viel farmst, oder dass es egal ist, wie viel du farmst, und trotzdem komplett gescampt wirst. Das sage ich wirklich nicht oft so. Bei den meisten Events ist es so, je mehr du farmst, oder das ist ja allgemein mit der Wahrscheinlichkeit so, je mehr du hast, desto wahrscheinlicher ist es halt, dass du den Erwartungswert triffst. Ja, scheiß Stochastik. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich würde so oder so erstmal abwarten.
Aber in dem Fall würde ich schon öffnen. Sakani Wolf, was geht ab? Take my sub Bro Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Wer ist dieser Bro Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen? Hört sich verdächtig an. Aber danke für dein Resub-Game, Teddy. Also spielen wir heute kein CSGO, dann wäre das auch beschlossen, nice. Gotcha. Nein, Spaß natürlich. Das ist dieses S, das jeder in der Grundschule gemalt hat. Ah. Oh, sagt mir irgendwie nichts. Oh, lol. Ich hab's gerade überhaupt nicht gecheckt. Ja, so ist das. Droppt das Zeug bei den Low-Viechern auch, oder wie? Ja, bei jedem Monster ab Level 15. Stell dir vor, du farmst 500 Boxen und kein Cloak, Rage Quit. Ja, aber ich sag mal, 500 Boxen ist halt auch so ungefähr die Summe, wo ich halt sag, da kriegt man es dann eigentlich. Beziehungsweise kriegt man bei 500 Boxen so viele Sofas, Möbel oder was auch immer, oder vielleicht sogar Coupons, dass es sich auf jeden Fall nicht lohnt. Aber man kann ja trotzdem Pech haben, ja. Eigentlich. Wenn du das nicht kennst, kann man das auch nicht erklären. Ich weiß nicht, ob ich das kenne, keine Ahnung. Ich weiß nur, mein allererster Schultag, da haben wir ein Türschild gemalt, das mich mir dann an die Zimmertür gehängt habe. Ja, mehr weiß ich auch nicht mehr. Waren ziemlich alkoholisierte Zeiten damals. Wieso richtet sich dieser Kanal an Erwachsene? Weil wir später ein brutales Killerspiel spielen, Felix, in dem Menschen massenhaft abgeschlachtet werden und Körperteile durch die Luft fliegen. Außerdem habe ich keine Hose an. JK. Also das mit dem 8 Schlachten der Hose habe ich natürlich nicht an. Mein Ziel über das Event ist eigentlich 2 Cloaks zu bekommen, aber safe wird das niemals was. 2 Cloaks? Wieso? Hast du es nicht mitbekommen? Studium wird meist in den meisten Bundesländern jetzt auch verschoben. Also Studienbeginn. Also, ich meine, gut, Studenten machen sowieso nichts, aber also jetzt halt wirklich nichts, also gar nichts, null, Kappa. Nein, aber, also eigentlich solltest du doch Zeit haben, oder? Momentan hat ja eigentlich jeder Zeit, außer die armen Schweine, die arbeiten müssen. Okay, hab nach 9 Jahren wieder angefangen, spiele jetzt 3 Tage, oh nice. Und wie gefällt's dir so? Viele Leute sind da eher negativ eingestellt, wenn sie so lange nicht gespielt haben. Aber in 9 Jahren, da gab es schon das neue Overlay, oder? Glaube ich. Kommt drauf an, 9 Jahre 2012 oder 2011, glaube ich. By the way, Chris, ich wurde mal wieder von DHL gescammt. Wieso, was ist passiert? Zu viele Infos, dich scammt ja alles in letzter Zeit, Zeri. True. Hab wieder was DHL-mäßiges bestellt, DHL, das ist by the way lustig, DHL und DHL spricht man fast genau gleich aus. Hat es nicht geliefert, keinen Zettel eingeworfen, ist zugestellt, markiert und ich habe keine Tracking-Nummer, bis den Verkäufer gefragt, ob er was weiß. Lol. Merkst du was? Das passiert irgendwie niemals in Bayern, das passiert immer nur bei dir. Ich würde umziehen. Besser als 2009, jetzt kann man sich wenigstens was leisten. True, das sage ich ja auch immer, es ist halt viel, es ist 10.000 mal einsteigerfreundlicher, also wirklich 1 Milliarde mal einsteigerfreundlicher als früher. Und bei einem Spiel, das so alt ist, ist es ja wirklich wichtig, dass die Leute, die neu anfangen, nicht wie der letzte Müll behandelt werden, sondern dass die eigentlich wie Könige behandelt werden, weil wenn keine neuen Leute mehr anfangen und nur Leute aufhören, dann kann es ja nur offline gehen. Ein bisschen zu viel haben sie vielleicht reingeballert mit dem Anfänger-Equipment, das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Die Anfänger-Support-Box, die habe ich noch voll unterstützt. Weil die wirklich hilfreich ist für jeden, für neue Leute, für alte Leute, für einfach jeden. Anfänger-Support-Equipment ist zwar heftig und es ist zwar nice,
Aber ich finde, es war ein bisschen zu viel des Guten. Aber kann man eh nicht ändern. Aber ja, also ich finde es auch. Ich finde es viel besser als früher. Vom Prinzip her. Weil früher war es einfach wirklich, wer nicht jeden Tag 9 Stunden hart gegrindet hat, hat einfach nichts erreicht. Und keine Ahnung, das sollte halt irgendwie auch nicht der Sinn des Spiels sein. Ich meine, jetzt ist es natürlich immer noch so, du kannst immer noch 9 Stunden grinden, aber man kann ja doch mit deutlich weniger Spielzeit deutlich mehr erreichen. Und man kann vor allem viel schneller, viel besser werden und lauter so ein Zeug. Zeit, ja, aber hab beim Opening immer richtig Pech. Hatte doch beim Holden-Event 3x so viele Boxen wie du und keine einzige Cardbox rausbekommen. Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Damn. Unlucky you. Apropos Holden-Event, das hat dieses Jahr genau um diese Zeit stattgefunden, ne? Da haben sie ja St. Patrick's Day und White Day-Event ausfallen lassen für Holden-Event. Was im Umkehrschluss heißt, dass es dieses Jahr wahrscheinlich kein Holden-Event gibt. Außer, es startet in einem komplett anderen Monat. Früher ist es aber auch eigentlich im August gekommen, also kann es schon noch kommen. Aber ich sag nur, früher, also letztes Jahr war es genau um diese Zeit. Also letztes Jahr um diese Zeit war Holden-Event. Pretty sure. So, hat mich beschwert, der Typ meint, warum beschweren sie sich, ich klingel immer. Legit, einen Tag danach passiert das hier. Erdomeo. Da wollte er dich wahrscheinlich. Erdomeo. Da hat das dir heimgezahlt. Na gut, klingeln ist das eine, wenn du es nicht hörst, beziehungsweise wenn du wirklich nicht da bist oder so, oder schläfst oder keine Ahnung. Ja, dann ist natürlich, dann bringt das Klingeln halt auch nicht viel. Und wenn man dann keinen Zettel einwirft, ist natürlich schon ein RIP. Heute ein neues Mousepad bestellt mit Amazon Logistics, keine Probleme. Ja. Die Leute, was Fly anfangen, haben früher ja mal gespielt, die machen ja keine Werbung mehr, wer fängt denn bitte neu an? Na, du wärst überrascht, es fangen extrem viele Okay, Verbindung unterbrochen, Sprachfehler beendete gerade den Stream. Es fangen wirklich erstaunlich viele Leute wirklich neu an. Oder haben in den letzten Jahren neu angefangen und kommen immer wieder her. Oder zurück. Also ich höre immer wieder von Leuten, die irgendwann 2016 oder irgendwie so mal angefangen haben. Oder 2015. Niemand fängt neu an. Tja, Felix. Du auf jeden Fall nicht. Mister, ich habe noch nie Fly-Fi gespielt. Danke fürs Loots Game, Teddy. Wenn man wenigstens ausweichen könnte, okay, aber besonders bei Imports. Tja. Antefert meint, meine Berufsschule macht dicht und ich muss arbeiten gehen. Aber ja, für Berufsschüler ist es richtig ätzend. Da haben sie halt auch eine Durchsage bei uns gemacht. Dass man das im Betrieb abklären soll, wie das jetzt läuft und Prüfungen werden dann halt verschoben und das muss dann alles nachgeholt werden und yikes, Brother, yikes. Bin froh, dass ich kein Berufsschüler mehr bin. RIP. Okay, es hat sich jetzt ziemlich, ciao an Teffert. Spaß. Nein, aber das ist echt ziemlich ätzend. Aber sie ist positiv, wenn es gut läuft, hast du dann sau viel Schule am Stück, wenn es wieder weitergeht mit der Schule. Also hast du quasi jetzt ätzende Zeit mit der Arbeit, aber dann hast du wahrscheinlich sau viel Schule am Stück, weil sie das alles nachholen müssen. Oder vermutlich wird es so sein. Oder wirst du auf jeden Fall mehr Schule haben. Genau. Bei mir ist es aber auch ätzend, weil ich muss, also in Wirtschaft, legit, die sagt heute so, ja, also die nächsten Wochen hätten wir jetzt ein paar Skripte durchgearbeitet, die schicke ich ihnen. Ein paar Tage später schicke ich dann immer die Lösungen. Arbeiten Sie es bitte selber durch und schreiben Sie nicht einfach nur die Lösungen ab, weil wenn Sie das machen, können Sie es nicht. Und wenn Sie dann, also dann schreiben, also wir schreiben noch einen Test dann. Und ja, dann meinte sie dann, das wird RIP und sie meint, das sind 5 Skripte. Und jetzt denkt man sich so, ja wow, 4 Blätter oder was, jo. Die haben meistens 20 bis 60 Seiten. Also die kleinsten haben 20, die größten haben 60. Also, nice. Habe ich ja gar nichts zu tun die nächsten Wochen, Bro. Danke für gar nichts. Und du musst es dir alles selber beibringen, also keine Ahnung. Die meinte dann auch so, die schickt vielleicht Sprachnachrichten und so an unseren Klassensprecher und der leitet es dann weiter. Also irgendwelche Erklärungen und so. Ich dachte mir nur, Kappa. Ja. Aber ich sehe es positiv, am Montag hätte ich einen Mathe-Test gehabt und ich hätte den sowas von verschissen. Deswegen habe ich jetzt 5 Wochen Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Das Ergebnis wird wahrscheinlich nicht großartig anders aussehen. Kappa. Nein, diesmal habe ich mir wirklich vorgenommen, Mathe zu lernen. Jetzt habe ich eigentlich wirklich Zeit. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr.
Oh, Lightning Card, 4%, nice. Ich bin immer da, aber sie klingeln einfach gar nicht und scheißen auf den Zettel, das fuckt so ab. Vielleicht geht er in den Klingeln nur nicht richtig. I don't know. Gute Arbeiter sind rar. True. Hast du Tipps für Wiedereinsteiger? Mein Knight ist jetzt 69 und meine MS 60, aber wie komme ich gut an Cash? Dauergrinden mit meinem Knight habe ich keinen Bock drauf. Na gut, okay, aber am Anfang ist leider Dauergrinden, vor allem Events, weil man halt noch nichts anderes machen kann. Leider eigentlich der einzige Weg, aber es ist halt vor allem ein sehr effektiver Weg, an Geld zu kommen. Also man kriegt so schnell Geld. Klar ist das Grinden ätzend, aber es ist nun mal ein essentieller Bestandteil des Spiels. Auch wenn es nicht mehr so schlimm ist wie früher, muss man es halt trotzdem noch machen. Und was ist denn Knight? Ist der schon 1v1, oder? War vielleicht nicht die beste Wahl für die allererste Klasse, aber mit Luzakas Waffen und so ist er ziemlich gut in Asria und so. Also da kann man auf jeden Fall mit ihm spielen. Knight ist AOE? Oh, okay, das ist katastrophal als erste Wahl. Weil du droppst weniger Event-Items, wenn du AOE spielst. Und durch Event-Items kriegst du fast 100% deines Einkommens. Uff. Also, du kannst es schon spielen, AOE-Knight ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du keine Event-Items mit ihm droppst. Oder viel weniger, als wenn du ihn nicht spielen würdest. Das ist wirklich keine so krass gute Wahl. Hab noch einen 60er Assist, der sollte BP werden. Okay, das ist schon besser. Dachte, dass man mit AOE mehr, damit man mit AOE mehr bekommt. Stimmt alles, man kriegt mehr XP, mehr Drops und so weiter, außer Event-Items. Die sind festgeschrieben, dass man pro Mob maximal eins droppen kann. Also von einem Event. Also du kannst pro Mob nur eins droppen und eine AOE, wenn alle gleich, also alle Mobs, die gleichzeitig sterben, 10er ist ein Monster. Also wenn du 40 tötest, ist das ein Monster, wenn du 100 tötest, ist es ein Monster und wenn du 5000 töten würdest, zählt es wie ein Monster vom Event-Drop her. Nur wenn du sie zeitversetzt tötest, also eins nach oder immer in so kleinen Wellen, dann kann sich's rentieren, weil du dann viel mehr XP bekommst und viel mehr, also alles viel mehr. Aber reines AOE ist sehr schlecht für Events. Das ist nicht sehr produktiv, leider. Oha, Zerifer mit eingebauten Wireless Charger in seinem Ding. Ich bin froh, dass ich vor 3 Wochen Ausbildung abgeschlossen habe mit Prüfung und sofort gekündigt bei dem Drecksladen. Jobcenter chillen. Okay, man. Hast du jetzt Zeit für Flair? Hast du jetzt Zeit fürs Dauergrinden? Passt, ja. Ich hatte schon die Hoffnung auf Online-Unterricht mit Webcam. Das dürfen die, glaube ich, gar nicht aus Datenschutzgründen. Weil du kannst das ja schlecht so einrichten, dass man bei der Webcam nichts sieht. Und außerdem wäre das komplett kontraproduktiv. Da würde ja kein Mensch aufpassen. Ah ja, ah ja. Sagen Sie das nochmal. Ah, Okay, Essen ist fertig, ich muss jetzt gehen. Das wäre ziemlich unproduktiv. Meine Klinge geht, alle anderen Firmen kriegen es auch auf die Reihe. Tja, vielleicht geht die bei DHL aber nicht. Das Item ist verbuggt, ne? Ja. Okay. Ich habe letztens eine Pizza bestellt und der Lieferant meinte an der Klinge, dass die Tür nicht aufgeht. Bin runtergegangen, habe die mit dem Finger aufgedrückt. Lol. Das ist peinlich. Werfen die bei euch? Habt ihr einen Garten? Also wir haben einen Garten und die werfen unsere Pakete, wenn wir... Also manche werfen einfach die Pakete über die Mauer. Vor allem Hermes. Also legit, im Sommer, die schmeißen einfach das Ding rüber und wenn es dann das Regnen anfangen würde, ist halt kaputt, nicht mal ein Problem. Schmeißen es einfach über die scheiß Mauer, Alter. Richtige Larrys. Schon 5-mal oder so passiert. Dann weiß ich, damit ich jeden Assist-Job change und ein bisschen Waggy-Zeug erwecke. Die 3 Wochen oder lohnt sich Granger mehr? Also zum Event-Farmen würde ich einen Blade machen. Auch wenn du Blade vielleicht nicht magst oder so. Aber es ist am effektivsten, vor allem als Anfänger, weil er einfach den höchsten Schaden macht. Es nimmt sich zwar jetzt nicht so unglaublich viel, aber doch, das lohnt sich schon. Und vor allem mit den 5 XR-Amplies, also du musst dir nur einen neuen Charakter erstellen. Dann hast du ja direkt diese 5 XR-Amplies. Und damit kommt man schon ziemlich gut voran.
Und sobald du Level 75 bist und dir Luzakas Swords zumindest holen kannst, die sind auch ziemlich günstig. Die kosten, glaube ich, momentan 200 Mio, maximal vielleicht 300 each. Also saugünstig eigentlich. Und mit Luzakas Swords, da brauchst du 5 Hits für Mobs auf gleichem Level und da kann man schon ziemlich effektiv farmen. Musst eigentlich heimlich ein Überwachungssystem vor der Tür einbauen mit Livecams, wenn sie nicht klingeln, Zettel schreiben, schnell zur Fernsprechanlage und ich seh dich sagen. Lol. Dann gibt's doch Filme, wo sowas verarscht wird. Legen Sie das Paket in den Behälter rechts neben ihn. Nein, rechts, genau. Gehen Sie 3 Schritte zurück. Drehen Sie sich um und kommen Sie nie wieder. Cringe. Ja, aber ich meine, ich wohne oben. Garten fände ich halt chillig, muss ich die Kacke nicht annehmen. Alter, wenn du dir, keine Ahnung, zum Beispiel meine Elgato. Die war jetzt nicht krass gepolstert, eigentlich überhaupt nicht. Wenn er die einfach über die Mauer schmeißt, das Ding ist halt im Arsch. Also wenn es auf den Steinboden knallt. Gut, okay, kommt natürlich drauf an, wie es aufkommt und so. Das kann safe was kaputt sein, Wackelkontakt oder irgendwas. Also, glaubst du selber nicht. Das sind richtig Gehirnamputierte, die das machen. Vor allem, stell dir mal vor, du bist am Wochenende nicht da und irgendwie Freitag wirft er das über die Mauer und dann liegt es da 2 Tage im Garten. Komplett im Arsch, wenn du wiederkommst, wenn es dann noch einmal regnet. Na gut. Also, schon sehr fragwürdig. Als Neuling, der ist ja scheiß teuer. Das ist ein Gerücht. Blade ist nicht teuer. Also nicht teuer, also vor allem nicht als Anfänger. Als Anfänger sind alle Klassen ungefähr gleich teuer. Blade hat das einzige den Nachteil, dass die Waffen teurer sind. Aber alles andere ist immer das gleiche. Also CS ist das gleiche, Schmuck ist das gleiche, Set ist das gleiche. Das ist alles gleich teuer. G-Swords würde ich mir nicht kaufen, wenn sie so teuer sind. Vor allem nicht 2, wenn dann... Also am besten ist X-Sword-Kombi, wenn man wenig Geld hat. Wenn man ganz wenig Geld hat, dann schon Doppelsword, aber gut, ist in dem Fall nicht. Hab da GX rumfliegen? Na, passt ja eh, dann würde ich auf das Sword einfach verzichten. Die X ist eh besser. Also, naja, es kommt drauf an, aber die X gibt Crit-Rate. 15%, glaube ich, was ziemlich krass ist. Ich habe früher bei einer Apotheke gewohnt und die haben die ganze Post für uns angenommen. Sowas brauche ich wieder. Ich habe noch nie bei einem Laden oder so gewohnt. Matter in fact, habe ich noch nie irgendwo anders als in 3 verschiedenen Orten gewohnt, aber das ist eigentlich relativ. Es geht. Stimmt das mir, aber nicht am Anfang. Am Anfang ist alles ziemlich günstig, bis auf Blade-Waffen. Brauch halt nur einen Farm-Deppen, sage ich jetzt mal. Dachte, BP ist gut im Farmen. Ja, es kannst auch BP spielen, aber Blade ist halt einfach, man merkt schon auf Dauer, vor allem wenn man halt wirklich viel spielt. Steinboden dann nicht, genau. Der Blade ist gleich oben, würde kein Problem sein. Ja, also ich würde es dir schon empfehlen. Und wie gesagt, ich würde dann auch Level 75 anstreben und mit Luzakas Waffen gucken. Und das machst du, machst einmal ein Investment und den Blade kannst du dann theoretisch bis Hero mit diesen Waffen spielen. Selbst wenn es Swords sind, auch dann. Und ja, also ich habe eigentlich noch nie von jemandem gehört, dass er das bereut hat. Tut natürlich weh, erstmal Geld in was zu stecken, was man eigentlich nicht unbedingt spielen will. Wenn du jetzt zum Beispiel Knight und WP spielen willst. Aber ja, also ich würde es dir schon echt empfehlen. Passt doch wie Dias. Dias Event mitnehmen? Achso, das Event mitnehmen. Yes. Na, also wie gesagt, mach's. Also du kannst es auch bei jedem zukünftigen Event benutzen und so. Also B1 mit GX reicht doch auch. Ja, naja. Nur eine GX, kein G-Sort, B1 ohne Set plus 8 mit keinem Schmuck, also. Ich würde eher die Luzakas-Swords anstreben und B2 gehen. Ich glaube, da macht's mehr Spaß und der Killspeed dürfte auch ganz anders aussehen. Gerade in einem Blade kann man super gut Schritt für Schritt aufbauen.
Stimmt. Vor allem die Waffen später. Mein Ziel ist es, reich werden, kack auf die Klassen. Na ja, gut, okay, da musst du dich schon noch ein bisschen gedulden, das geht nicht ganz so schnell. Aber einen guten Farmchart zu haben für Events, die, wo man sich Items erfarmen kann, die man eh braucht, ist ein guter Schritt 1. Eigentlich der beste Schritt 1. Der einzig sinnvolle Schritt 1. Sagt das den Leuten, die 2014, oder wann war das? Doch, das war 2014, 6 Monate lang kein Event hatten. Oder nee, das war nicht. Wann war denn das nochmal? Weiß gar nicht mehr. Diese eine eventlose Zeit, war das 2014 oder 2015? Ich glaube, es war vor... Ne, doch, es war 2014. Einfach 6 Monate lang kein Event mehr gestartet. Ja, moin. Da hat wirklich kein Mensch mehr gespielt. Von Juni bis Oktober 2014? Hast du gerade nachgeschaut? Oder warum ist das so... Woher weißt du das? Vor allem du. Ich habe keine Ahnung. Das war so klar, ey. Ich hasse dich. Random Antwort, wie immer. Irgendwann sagst du mal wirklich was, was stimmt. Dann sage ich einfach, du, piep, 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 piep. Und dann du so, wow, ich bin weg, für immer. Irgendwann wird der Tag kommen. Warum waren da keine Events? Ach, keine Ahnung. War halt einfach so. Also, ja, ich weiß echt nicht, keine Ahnung, was, hab's vergessen. Ich glaube, irgendwas einfach, die Entwickler haben nichts mehr rausgehauen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war da, wo sie Flife Legacy und so entwickelt haben und haben sie halt einfach auf das andere Flife geschissen, was wahrscheinlich 90% ihres Einkommens ausgemacht hat, aber haben sich einfach gedacht, die Trottel cashen weiter rein, vollkommen egal. Juni 2014 war doch sogar Fußball-EM. Ja, das stimmt, ja, dann war es wahrscheinlich eher 2015. Es war ein halbes Jahr ungefähr. Ich glaube, das war ungefähr Februar bis Ende Sommer. Oder es war vor der WM, das könnte auch sein. Das ist auch fast ein halbes Jahr. Wobei, nee, WM-Event ist immer im Juni. Juni, Juli, sowas. Ja, das kann eigentlich nicht sein. Es war ziemlich sicher 2016. Okay, jetzt wirfst du hier ein komplett anderes Jahr in den Raum. Damn. Aber wisst ihr, was das Schöne dran ist? Das kann man einfach nachschauen. Ja, es war 2016. Ja, es war April bis September 2016. Das letzte Event war zu Ende am 12.04.2016. 12.04. Und das nächste Event ist gestartet am 6.09. Also pretty much 5 volle Monate für ein Online-Spiel. Komplett ohne Event, komplett ohne irgendwas. Oh nein, Moment, oder? Doch, 4. Ne, was habe ich gesagt? Na Moment mal. Das sind ja die englischen Datumsangaben. Okay, never mind. Ist es dann... Warte mal, ist es 12.04., 3.05.? Dann ist es 4. Ah, nein, es ist 3.05. Es war Mai bis September. Ah, okay. Ich habe mich jetzt von dem Datum trollen lassen. Es war 3.05. war das letzte Event zu Ende. Aber es war ein Secret Drop Event. Es war ein Level Up und Secret Drop Event. Oh, nevermind. Ich hatte sogar recht mit dem Valentinstag Event. Ich hatte sogar recht. Valentinstag Event war am 23.02. Dann kam nur noch ein Level-Up-Event und ein Secret-Drop-Event, was ja eigentlich kein richtiges Event ist. Das ist ja eigentlich nur so ein Puffer-Event, um die Leute am Ball zu bleiben. Also damit man so tun kann, als würden einen die Spieler interessieren. Und dann kam das nächste am 2.9. Also, wie ich es gesagt habe, 6 Monate, Februar bis Sommer irgendwann. I told you, boys. I told you. Also es war quasi Valentinstag-Event und das nächste richtige Event. Das nächste richtige Event war Magic Galaxy. Technisch gesehen sogar 6.9., nicht 2.9., weil davor war noch ein Crystal Rain Event, was im Endeffekt auch Garbage ist. Und das war 2016? Ja, das wundert mich ja auch. Mir kam das irgendwie viel früher vor. Das kommt mir irgendwie auch ein bisschen spanisch vor, dass es 2016 war. Das ist so jung. Aber 2015 war es safe nicht. Hier sind 50 Events drin. Und 2014 war es safe auch nicht. 2014 waren noch mehr Events als 2015. Ja, es war 2016. What the fuck? Kommt mir gerade auch echt komisch vor.
Nee, kein EM-Event. Darauf habe ich, darauf habe ich damals spekuliert und ich habe die ganze Zeit gesagt, wenn EM-Event kommt, wird es so geil. Aber es kam natürlich nicht, weil das ganze Jahr über keine Events kamen nach dem Valentinstag. Damn. Okay, JG Rocks. Entschuldigung. Entschuldigung, JG Rocks, man. Ah, damn, ich dachte echt, dass es schon viel länger her ist. 2016 ist halt noch so frisch. Irgendwann war doch mal da was wegen dem neuen Akt. Ja, aber das war nicht 2016. Achso, ja gut, das 2012? Achso, du meinst wegen Turning Point. Nevermind, doch, du hast recht. Da war auch mal was, aber das war nicht so lang. Das war nicht so lang. Oder nein, Moment mal, war das? Moment mal, wann kam denn Turning Point nochmal? Jesus Christ. Oder das war sogar wegen Turning Point. 2016, kann es sein? Alter, irgendwie, ich check's gerade gar nicht mehr. Meine Jahreszahlen, die ich im Kopf habe, die sind ja mal komplett falsch. Doch, das war tatsächlich 2016, wow. Holy moly, das ist schon 4 Jahre her. Wow. Damn, doch, du hast recht. Krass. Ey, irgendwie habe ich es gerade gar nicht gecheckt. 2016. Das fühlt sich so weird an. Ha. Ich weiß nicht mehr, wovon ihr redet, weil ich kurz AFK war. That's a rifle. Ach ja, man kann auch ohne Pass die Mission machen in CSGO. Solltest dann der Meinung sein, du schaffst Level 100, kannst du den Pass nachkaufen. Aber was bringt dir die Level, wenn du keinen Pass hast? Dann kriegt man doch keine Belohnungen, oder? Oder kriegt man die dann alle im Nachhinein, wenn man die Level erreicht hat? Kann mir vorstellen, dass die Spieler sauer waren? Alter, da hat legit keiner mehr gespielt. Das war Totenhose in Flares und so. Da hat der Junge zu Rifer noch gespielt. 2016, glaube ich, auch. Da habe ich sogar noch live gespielt. Damn. Ja, keine Ahnung, irgendwie, ich war gerade mit dem Datum, also vor allem im Jahr war ich gerade komplett woanders. Also irgendwie, vor allem diese eventlose Zeit. Ich meine, Turning Point, who cares, man. Aber ich meine, in dem Fall hat es natürlich miteinander zusammengehängt, das stimmt. Weil das natürlich auch Bullshit war, weil, wenn, also ich meine, also erstens mal wusste man das damals ziemlich sicher erst ziemlich spät, weil damals gab es ja noch kein Discord. Und irgendwann hat sich Piccolo oder irgendjemand mal dazu herabgelassen, um uns zu sagen, warum es keine Events gibt, obwohl sich jahrelang oder monatelang die Leute beschwert haben. Und dann haben die 2 Filler-Events gemacht. 2 Filler-Events. 2. In 6 Monaten. Die beide Trash waren. Gut, okay, Secret Drop Event kann man drüber streiten, aber... Also, Crystal Rain Event ist ja wohl mal der größte Müll überhaupt. Also, wer will das? Und da, also da hätte man ja legit jedes Filler-Event, das existiert, hätte man in dem halben Jahr posten müssen, um die Leute irgendwie am Ball zu halten. Sie haben es einfach nicht gemacht. Check's ja nicht. Im Nachhinein noch unverständlicher als damals. Weil diese Filler-Events, die haben ja mit der Version wahrscheinlich wenig zu tun. Mitchell, danke für deine Loots. Offensichtlich, weil ich meine, Secret Drop und so konnten sie ja trotzdem machen. Aber ja. Ja, Sommer 2016 bin ich gestorben, da konnte ich nur Flash spielen, nichts anderes, da erinnere ich mich noch dran. Deswegen meine ich, ja, kannst die Mission zocken und wenn du meinst, es lohnt sich, den Pass zu kaufen, bekommst du alle, die du freigespielt hast. Ja, aber das ist ja auch Blödsinn, weil wenn du dann die Missionen, oder was heißt Blödsinn, aber dann spielst du alle Missionen und dann entscheidest du, es lohnt sich nicht, aber dann hast du alle Missionen gespielt. Und zumindest die Missionen früher in CSGO waren teilweise richtig, richtig ätzend. Und haben meistens auch nicht wirklich Spaß gemacht, weil man mit irgendwelchen bescheuerten Waffen oder in blöden Spielmodi irgendwas machen musste, die du normalerweise niemals gespielt hättest, weil, also legit, Counter-Strike besteht ja zu 99,93% nur aus Matchmaking, weil alles andere langweilig ist. Und, ja, und da muss man halt irgendwelche Spielmodi oder Gelegenheitsspiele. Gewinnen Sie 6 Runden im Gelegenheitsspiel als Terrorist auf Map XY. Who the fuck spielt Gelegenheitsspiel? Who the fuck spielt... Und gut, Wettrüsten ist nice, zugegeben. Aber alles andere ist wirklich Trash.
Also, keine Ahnung. Zumindest war es früher so, wie es jetzt ist, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, ich habe es ja nicht gespielt, aber früher war es so und das wird wahrscheinlich immer noch so sein. Die Spielmodi sucken Balls True, ja. Die einzigen coolen Missionen waren immer, spiele einen Matchkampf, Sprachfehler verhindert es mal wieder. Spiele ein Wettkampfspiel auf Karte so und so und oder jetzt erreiche 30 Abschüsse mit AK-47. Ja, gut. Ist jetzt nicht so schwierig. Aber ja. Vieles musste man halt legit seine Zeit opfern und ja. Aber wenn es nochmal einen gibt, also wenn sie nicht wieder 3 Jahre für die nächste Operation kaufen, dann wäre ich glaube ich sogar dabei. Ein bisschen um die Skins gambeln. Wenn man da reinlackt, kann man halt legit ein 1000er Steam-Guthaben gewinnen. Ich meine, passiert natürlich in 99% der Fälle nicht, aber wenn es passiert, ist schon heftig. Aber meistens kriegt man zumindest sein Geld wieder zurück als Steam-Guthaben, also ist das Geld wenigstens nicht verloren. Das war immer das Positive. Aber auch wirklich das einzig Positive. Naja. Ich werde ultra sauer und würde Rage quitten. Ich glaube, das habe ich noch nicht gelesen, ne? Und das haben auch viele gequittet, beziehungsweise viele haben halt einfach nicht mehr gespielt, weil es halt keinen Sinn gemacht hat. Und ich konnte damals noch nicht ganz so krass viel Dungeons farmen. Ich meine, 2016, da gab es Azum ja auch schon lange, oder schon länger, da war ich glaube ich schon Master. Also da war genau die Zeit, wo ich Azum ja auch gespielt habe, genau. Also höher gespielt habe auch. War schon möglich, auch so zu spielen, aber ich konnte die Zeit damals nicht so effektiv nutzen. Also wenn ich damit schon so richtig krasser Minus gefarmt hätte und Dramnok habe ich glaube ich wirklich schon aktiv gefarmt, aber wenn ich damals schon heftig Master Aminos und normales Aminos gefarmt hätte, oh, ich wäre reich geworden, ne. Weil da hat wirklich kein Mensch gespielt, dass die Waffen horten können bis zum geht nicht mehr. Und gut, okay, du hättest natürlich nicht, das mit Turning Point wusste man ja ewig lang nicht. Aber wo man es dann wusste, da hättest du dann mal sagen müssen, verkaufe 47 Ancient Äxte, let's go. Aber ja, habe ich nicht gemacht. Leider. Ich glaube, ich habe Minusboxen schon gefahren. Bin mir nicht sicher. Ich kann mich legit nicht mehr an 2016 erinnern, was zum Teufel. Naja. Du meintest doch, du wolltest die Mission in einem Stream spielen. Ja, wenn ich den Pass habe, aber ich habe den Pass ja nicht. Und wenn du den Pass nicht hast, kriegst du keine Belohnungen und die Mission spielt man nur für die Belohnungen. Literally nur für die Belohnungen. Die Boxen, die man aus der Mission bekommt, kann man direkt öffnen oder man braucht einen Key. Diese Shattered Webkisten, da braucht man einen Key. Aber die sind 50 Cent wert oder so. Also wie gesagt, man kriegt sein Geld auf jeden Fall zurück. Aber ich habe gehört, oder irgendjemand meinte doch, dass jetzt nur noch eine Woche ist oder so. Und das war gefühlt vor 3 Wochen. Aber anscheinend war es nicht so. Aber lange wird es wohl nicht mehr gehen. Deswegen gibt es ja auch den Discount auf dem Pass, damit sich die Leute nicht so scammed fühlen, die ihn sich jetzt noch kaufen. Level 1 Mission, gewinne ein Wettrüsten mit 0 Toten. Wäre nice. Einfach nie zur zweiten Mission kommen. Ja? True. Es gab mal irgendeine Operation, wenn mich nicht alles täuscht, da konnte man, glaube ich, sich Sterne verdienen, oder, also Sterne konnte man sich immer in irgendeiner Art und Weise verdienen oder Fortschritt. Aber ich glaube, es gab sogar mal eins, da konnte man, also bei Vanguard, da hatte man so, früher war das eh viel geiler, da hatte man legit so ein Operation-Buch im Game. Also auf der ersten Seite stand dein Profilbild, dein Name, also wie so ein Agentenausweis oder wie so ein, ja, so ein Wehrdienstding. Also man früher, ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist, aber man kriegt da so ein Wehrbuch. Oder hat man bekommen auf jeden Fall. Oder auch Arbeitsbücher gibt es ja auch. Oder gab's, besser gesagt. Und das war legit genauso aufgebaut und war ganz cool eigentlich. Und da waren halt auch auf irgendeiner Seite waren halt dann die Missionen und dann konnte man dann auswählen, welchen Weg man runtergeht. Man konnte sich dann auch nicht mehr umentscheiden und so. Und bei jeder Mission gab es gewisse Skins aus einer gewissen Kollektion. Also du konntest quasi auf die Skins aimen, die du willst. Ich meine, du hast natürlich immer nur Trash bekommen, aber theoretisch. Ich meine, es gab sogar mal eine Operation, wo man irgendwie die Missionen skippen konnte oder so. Also eine gewisse Anzahl von Missionen, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Vielleicht verwechsel ich das auch mit dem anderen Spiel. I don't know. 2016 war halt richtig forgettable. Ich weiß auch nicht mehr, was ich das ganze Jahr gemacht habe. Aber ich schon rumgegammelt. Meine Ausbildung angefangen. Und das erste halbe Jahr im Altenheim malucht wie der allerletzte Arbeitssklave. Wahrscheinlich habe ich es deswegen vergessen, weil es ziemlich ätzend war. Aber ja. Damn.
damals war ich halt legit ein anderer Mensch. Mich würde interessieren, ob Korea 2016 auch keine Events hatte. Die haben dreimal mehr Einlog-Events. I don't know. Ich bin mir bei dir mal nicht sicher. Redest du wirklich von Korea oder von Playpark? Oder chillst du legit die ganze Zeit auf der koreanischen Webseite? Manche Sachen, die du sagst, die treffen halt 1:1 auf Playpark zu. Und dann denke ich mir mal, meinst du jetzt wirklich Korea oder Playpark? Das ist immer das Ding. Also wahrscheinlich meinst du schon Korea, aber irgendwie die Sachen, also dann ist Playpark wohl ziemlich ähnlich. Korea, ich schaue da manchmal rein, na, dann ist Playpark ziemlich ähnlich zu Korea, weil da gab es ja auch 24/7 Einlog-Events im Endeffekt, jeden Tag, immer, jeden Monat. Und immer Events, also in Playpark gibt es nicht, dass kein Event läuft eigentlich, da ist immer irgendwas. Und Einlog-Events sind halt die ganze Zeit einfach, du kriegst jeden Monat kriegst du einfach gratis Protect-Szenen gebunden per Post. Einfach nur fürs Spielen, eine Stunde am Tag. By the way, ich habe die 100 Stunden in CSGO geknackt. GZ. Fast wie bei Oma hier, bist die ganze Zeit zugelabert. Uff. Ach, Felix. Wie lange bleibst du denn heute wacht? Wacht, alles klar. Wie lange bleibst du denn heute wach, du Wachtel? Kappa. Dürfte bei Zende sein, 16 Wochen geht er passend. 16. Wochenmission gibt es schon. Ah ja, okay. Bin bei 89 Stunden. Damn, Zerifer. Muss jetzt anfangen, besser zu spielen als aus mir, sonst wird's questionable. Kappa. Du alter Spielstunden-Farmer. Yes, this is Server Yggdrasil. Jetzt fange ich an, AWP zu spielen. Questionable. Ich habe eigentlich questionable gesagt. Question? Dann wird das N noch so ausgelallt. Aber es ist nicht Nable, sondern es ist Questionable. Able. Aber das N wird noch mitgezogen. Das wird noch richtig mitgeschleift. Das machst du in so einer Kette fest, steigst in dein Auto und dann fährst du los. Und es schleift dann hinter dir her. So funktioniert das, Zerifer. Questionable. Sag einfach Questionable wie ein normaler Mensch. Nein. So funktioniert das nicht. Hast du nicht zugehört. Irgendwas muss ich hinter meinem Truck herschleifen und wenn es nicht das N ist, dann bist es du nicht, weil wir hier auf Twitch sind. Bleib so lange wach wie nötig, um CS mitzuspielen. Was ist mit der... Oh mein Gott, Felix, du musst nicht mehr in die Bib, oder? Die Bib ist ja vorbei. Hattest du nicht am Donnerstag deine letzte Prüfung? Wie war's? Sag einfach... Achso, das ist schon gewesen. Achso, wir könnten mal einen Traumlog-Run machen, by the way. Ganz vergessen. So. Nice, das falsche Blinkwing benutzt. Aber egal. Erfüllt den gleichen Zweck. Pi mal Daumen. Ah, by the way, das ist der Event-NPC. Den gab's noch nie. Also diesen Character-Type als NPC. And I don't know why they did that. I'm not sure. Ist auf jeden Fall ungesund, dass seine Wirbelsäule aus dem Rücken rausschaut. Ich glaube, die sollte unter der Haut sein, aber gut, da kann man jetzt wahrscheinlich drüber streiten. Aber ist ja seine Sache. So. So. Du wusstest nicht, was Beep ist? Bip? My boy, Bip. Ohne Witz. Machen wir noch kurz... Wollt ihr noch Musikwünsche oder eher nicht? Weil es ist schon fast 23 Uhr. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr alle. Weil sonst hätte ich nämlich geschaut, ob ich diese Beep-Bop-Werbung finde. Weil ich da jedes Mal dran denken muss. Ja, warum hat eigentlich die Ansicht nicht gewechselt? Das ist eine gute Frage. Eigentlich hatte ich die geändert, aber gut. Du bist halt in jedem Stream stundenlang anwesend. Wann hattest du keine Zeit? Abends habe ich Zeitarbeit, nicht später als 23, 24 Uhr. Ich wollte es gerade sagen, abgesehen davon ist er zwar oft
da, aber dann halt schon bettfertig oder halt auf jeden Fall kurz vorm Schlafen gehen oder so. Zumindest sagt er das. In Wahrheit verkauft er Kokain in irgendwelchen Seitengassen in diesem NRW, wie er es gerne nennt. Ist zwar eine reine fiktive Erfindung, aber... Raids? Shipman, my man. Das ist der offizielle Server, Bro. Raids 1 mal 1 mal 1. Eine fiktive Erfindung, ja, noch schlimmer zu Rifer. Doppelte Fiktion. Wobei, Erfindung. Ja, ich altes lyrisches Genie. Da ist meine Nachricht nicht gelesen. Welche? Oh, kommt drauf an, wann CSGO anfängt. Ja, halt so gegen 0 Uhr spätestens wahrscheinlich. Sowas in dem Dreh. Also wären halt nicht lange, also würde auf jeden Fall nicht jeder dran kommen. Außer es machen nur zwei Leute mit oder so. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich die Werbung... Ich kann sie auch so mal suchen. Da müssen sie ja nicht angucken. Hast du mich gerade geresident sleepert? Niemand Resident sleepert mich in meinem Stream. Dance Game. Fang doch jetzt an, Flife juckt eh keinen. Ihr versteht nicht, dass ich hier Event farm, oder? Also ich meine, ich mache das nicht, weil es irgendjemand sehen will, sondern weil ich das verdammte Event farmen muss. Also ich meine, irgendjemand will es schon sehen, schätze ich mal. Sonst wärt ihr nicht hier, aber... Es geht ja mehr um das... Um die Unterhaltung drumherum. Du machst nie das, was wir sehen wollen. Gutes Argument. Kein Plan, meine Flive-Zeiten sind 8 Jahre her. Oh, okay. What the hell actually scammed? Na dann nicht. Oh mein Gott, Casanova wird gerade nebenbei getötet von einem Boss Bang. Hört sich ganz schön gefährlich an. Event sagt eh, heute schon gelesen, das kommt mir so vor, als hätte ich schon vorgelesen. Eigentlich geht's. Die Freeleaf Clovers droppen ein bisschen zu selten, finde ich. Die anderen Items sind halbwegs okay. Und bei ungefähr ist es eigentlich sogar fast... Naja, nee, ist es nicht. Es ist nicht gleich. Freeleaf Clover habe ich nicht mal 4 Boxen, von den anderen hatte ich... Habe ich fast 8. Nee, fast 7. Tramlock Time Waste droppst eh nix. Sekunde, da hast du. Tja, mit dem feinen, kleinen, aber feinen Unterschied zu Rifer, dass jeder Run 3 Mio ausschüttet plus Setteile für eine Erweckfolge. Das heißt, ich kreiere hier Content, indem ich Content kreiere und Content kreiere. Wir brauchen eine Abstimmung. Wir hatten heute schon eine und die ist unentschieden ausgegangen. Oder? Doch, die ist so unentschieden ausgegangen. Mann, habe ich das vermisst, Tramnok so zu farmen, ey. Das ist echt ätzend mit einem Blade. RIP an alle Blades, by the way. Loser. Wer kann sich denn bitte im Jahr 2020 noch nicht unsichtbar machen? Versager. Na, Spaß. Ist ja nur ätzend, wenn man keinen Speed hat. Abstimmung sagt CSGO, das ist eine Lüge. Wo sind meine Flive Boys? Hey, ich bin der erste 170er Slayer auf Playpark. Ah, so, aber haben wir doch schon geschrieben, GZ im Discord, oder? Oder war das ein anderer Spanky? Sorry, Mann. GZ, Spanky, du bist der Zweite. Stimmt, das war The Spanky und du bist die Spanky. Touché. Zwei vollkommen unterschiedliche Personen, Kappa. Ja, ich weiß nicht, ich meine, ich muss sagen, ehrlich gesagt finde ich es relativ boring. Also jetzt, ich will es jetzt nicht abwerten, aber... ich will es jetzt nicht abwerten, aber mach's trotzdem. Nein. Aber was ich sagen will ist, ich finde es relativ... Naja, was heißt traurig, aber... ja. Es ist einfach ziemlich langweilig. Du hast gerade meine Ära als Slayer in den Dreck gezogen.
Ich wollte es gerade sagen, das Wort Ehre und Slayer in einem Satz ohne nicht dazwischen oder hat keine Kappa Klaus Nikolaus, I guess. JK. Ja, aber nein, keine Ahnung, also ich finde es relativ uninteressant. Also ich habe mir die Rangliste gestern, glaube ich, nochmal angeschaut. Heute habe ich den Playback Launcher nicht mal gestartet. Playback Launcher. Also heute habe ich nicht auf die Rangliste geguckt. Ich finde es ziemlich langweilig. Also es sind jetzt irgendwie wahrscheinlich, also du bist jetzt 170, dann war ja vorher noch einer. Ich weiß nicht, sind es noch mehr Leute? Vielleicht jetzt 3 oder 4 oder 5. Aber halt nach 1,5 Wochen. Also ich weiß halt nicht, das ist irgendwie bei einem Server mit 25-fachen XP ist halt, ich weiß nicht, also dass es nicht unbedingt schneller geht, ist jetzt nicht das Ding, dass es nur so ultra wenige erreicht haben bis jetzt. Also ist halt irgendwie, ja, I don't know, man. Ich habe irgendwie mehr erwartet, viel mehr Competition, viel mehr Gegrinde, einfach viel mehr auf Leveln, aber anscheinend juckt es die Leute nicht. Was mich aber echt wundert, weil für ein Guild War macht das ja schon einen krassen Unterschied, ob ich jetzt 140 oder 170 bin. Also, schon krass. Ah, Felix, contributed 40 Bits. Das ist Demokratie. Gut, also du musst auf jeden Fall nochmal in den Sozialkundeunterricht, Kappa. JK. Krieg ich die Bits eigentlich oder kriegt die Twitch? Oder wer kriegt die Bits eigentlich? Kappa. Er kriegt Zerifer wahrscheinlich reingesch. Ah, daher kriegt Zerifer seine Bits. Jetzt verstehe ich das endlich. Rätsel gelöst. Aber danke, Felix. Wer auch immer die Bits bekommt. Ohne Witz, ich habe am Tag knapp 16 Stunden gelevelt, habe aber zweimal gearbeitet. Ja, das ist das Ding. Ich meine, dass es nicht leicht war, ist ja schon klar. Aber vor allem bei den Philippinern hätte ich halt einfach mehr erwartet, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es denen sogar zu teuer war. Wie gesagt, ich habe auch mit dem Vaz von Lord Peng einmal in der Party geschrieben, vor 2 Wochen an einem Samstag oder vor einer Woche an einem Samstag. Vor einer Woche an einem Samstag. Und der meinte er auch so, der sieht es nicht ein, dass er da spielt und es lohnt sich überhaupt nicht für ihn. Und ja, Bloody-Waffen sind zwar nicht schlecht, aber die kann er sich hier auch farmen und so. Und ich meine, gut, nicht Ultimate, aber der hatte schon Ultimate Jojo plus 6, glaube ich. Also der hätte eine Ultimate-Waffe nicht mal gebraucht unbedingt. Also alles nachvollziehbare Gründe. Aber ich glaube tatsächlich, dass es hauptsächlich echt wegen den Kosten ist. Weil du kannst ja dort gar nicht spielen, ohne nicht mindestens, was sind 100.000 Playpark Load in philippinischer Währung? Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich ein Wochenendeinkauf mindestens bei denen. Mindestens. Also ein Wochenendeinkauf für eine ganze Familie wahrscheinlich. Und ich meine, die Philippinen sind jetzt nicht gerade als wirtschaftlich abgefahrenes Land am Start. Also ich will gar nicht wissen, auf welchem Bruttoinlandsprodukt drang die sind, wahrscheinlich 90 oder so von Ländern. Oder na gut, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich nicht besonders weit oben. Also es ist wahrscheinlich schon sehr viel Geld für die und ja. Also ich denke mal, dass das eigentlich der Hauptgrund ist. Also ich glaube, vom reinen Grind-Dingen sind da manche schon viel heftiger als bei uns zum Teil vielleicht. Aber ich denke mal, dass einfach, dass man reincashen muss, um einer der Ersten zu sein, die 170 erreichen, um einer der Besten zu sein, um im Guild War alles zu reißen. Ich glaube, das war der Grund, dass sie da nicht wirklich so mitmachen konnten. Also schon mitmachen, aber halt nicht so krass wie die Deutschen wahrscheinlich. Weil man hat ja wirklich gemerkt, jeder so, ach scheiß drauf, ein Zehner juckt ja keinen, Zehner ist nix und so. Und ich meine, zugegeben, viel ist es nicht. Vor allem, wenn man dann wirklich 3 Monate dort spielt oder so, ist es echt nicht viel. Ich meine, wenn man sich einen Titel für einen Vollpreis kauft, spielt man es meistens nicht mal ein Viertel der Zeit. Und es kostet oft mehr als ein Zehner, weit mehr. Oder ein 20 sogar, wenn man reincasht. Aber ja. Also da würde ich mich auch verarscht vorkommen. Das ist auch ziemlich heftig. Ich habe es ja auch gesagt, ich fand die Preise nicht günstig dort im Cash-Shop. Weil es hieß ja irgendwie mit diesen 1-Peso-Shops und so. Und ich meine, keine Ahnung, was ein Peso in Euro ist. Wahrscheinlich nicht mal ein Cent oder so. Oder gerade mal ein. Ja, ich glaube, es ist nicht mal ein Cent.
Aber irgendwie, davon habe ich gar nichts mitbekommen. Und die normalen Preise für den Schmucksets und so, also wie gesagt, günstig ist ja alles andere. Bei 25.000 Playpark-Load ist ja eigentlich schon sau viel. Für einen Server, der nur so kurz besteht. Und das ist ja nur ein Teil. Du brauchst ja Schmuck, du brauchst CS, du brauchst... Gut, CS-Pad ist dann wieder sau günstig, aber du brauchst ja alles. Und theoretisch für ein Guild War braucht man wahrscheinlich auch noch bestimmte Power-Ups und so. Ja. Also, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen weird. Also ich habe ja von Anfang an gesagt, ich habe es mir ganz anders vorgestellt und so. Also ich hatte da irgendwie, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Irgendwie ein bisschen enttäuschend fast schon. Wie manche Sachen umgesetzt wurden oder werden. PvE-Event, sage ich dazu nur. Ah, Namen Chris, wie formt sich das Event auf Yggdrasil? Namen Terranort, sorry für die späte Begrüßung und nicht gut, aber es liegt auch daran, dass ich bei Banks farmen bin, selber schuld dran. An für sich ist die Droparate gar nicht so schlecht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. 15 Boxen in nicht mal 2 Stunden ganz, ist okay. Insgesamt. Heikson. Moment mal, war das jetzt wirklich Heikson? Das war nicht wirklich Heikson, oder? Wie viele Bits damit jetzt auf CSGO wechselst? 5.381,27. Okay, streich das Komma. Ich will nicht übertreiben. Habe ich aber auch nicht gecheckt. Beim ersten Launch gab es auch Upcutstones für 1 CP. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Ich hab's überhaupt. Also mit dem Cash habe ich, wie gesagt, ich habe da auch überhaupt nicht reingeguckt. Ich wusste nicht mal am Anfang überhaupt, wo man den findet. So und lautes so ein Zeug. Weil ich ja von Anfang an gesagt habe, ich cache eh nicht rein. Habe ich auch nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich fand es auch schon krass. Aber wisst ihr warum? Ich glaube, weil auf Lord Peng und Rises eh schon relativ viele Nicht-Asiaten, beziehungsweise nicht aus dem wirklich Raum der Philippinen, aus diesem, wo halt einfach nicht so viel Geld vorhanden ist. Oder nicht so ultra viel Geld. Zumindest nicht für solche Luxussachen wie jetzt halt Online-Spiele, was ja wirklich Luxus ist. Ja. Ich glaube, die haben einfach wirklich darauf spekuliert, dass das international ansprechend ist. Und dass sie dadurch so viele Leute anziehen, die so viel reincashen, dass es egal ist, ob da jetzt 10 Philippiner weniger oder 100 oder so mehr oder weniger aufladen, dass es die gar nicht juckt, weil die einfach wissen, dass die ganzen Deutschen kommen oder die ganzen Amerikaner mit den US-Dollar und Euros und dass die dann die Pesos gar nicht mehr jucken. Zumindest auf dem Server. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber I don't know, es sind nur Spekulationen, wer weiß. Aber günstig, wie gesagt. 100 CP sind 1 Peso, weil 100 KCP sind 1000 Pesos. Ah, okay. Hat mir heute auch die Haare abrasiert. Sind wir jetzt Freunde? Ja, Mann, komm rüber auf ein Bier. Ich habe einen Kasten da stehen, Bro. Nachher noch ein bisschen ins Viertel. Oh, Moment, das darf ich hier nicht auf dem Stream sagen. Weißt schon, Baseballschläger und weißt schon. Zwinker, zwinker. Wie viele Bits, damit jetzt auf CSGO... Achso, Moment, das war ja die... Ups. Danke für die Bits, by the way. Was ist mit Rises Server? Da haben die Philippiner doch auch einen Cash-Nachteil. Naja, so gesehen haben sie auf jedem Server, wo es... Also, ja, die haben immer einen Nachteil, weil der Euro halt einfach mehr wert ist und also, unser Lebensstandard halt einfach höher ist, was das angeht. Also, so gesehen hat... Da kannst du auch sagen, ja, hat jedes Land, das weniger, wo das Durchschnittseinkommen geringer ist als in Deutschland, hat einen Nachteil gegen uns. Was alles angeht, Autos, Wohnung, alles, sozusagen, wenn du es so siehst. Also ja, aber da spielen, also da ist es nicht so krass, weil der Server nicht neu ist. Wenn ein neuer Server startet, dann ist es immer am heftigsten, vor allem, wenn man sich heftige Items kaufen kann. Weil dann hat es ja auch die meiste Value. Weil wenn ein Server brandneu rauskommt, ist es ja wirklich entscheidend. Bist du der Erste, der das maximale Level erreicht? Bist du der Erste, der... Blablabla, das schafft. Und so weiter und so fort. Aber wenn ein Server 1,5 Jahre alt ist und die Leute eh schon alle maximal Level sind und gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt machen sollen, weil es gefühlt durchgespielt ist,
dann juckt es nicht, ob du da 1000 Euro reincashst, weil es interessiert halt keinen. Das ist ja nur bei einem neuen Server wirklich, wo man es merkt. Das ist der Unterschied, Zen Master. Also würde zumindest ich sagen. Was für 5000 sagt doch realistisch? Okay, 3000. 780? Nice, Mann, je weniger Haare, desto mehr Fun, right? Referst du gerade auf eine rechtsradikale Randgruppe oder auf eine sexuelle Anspielung? Oder beides? Wie pervers... Kappa. Beides noch. Na gut. Touché. Kann ich dir leider nicht zustimmen, ich bin hier auf Twitch. Er meint seine Nacktkatze. Ah ja, okay. Interessant, Seraph, interessant. Das sagt viel über dich aus, würde ich sagen. Kappa. Naja. Gab es sonst noch irgendwas? Habe ich irgendwas überlesen? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich noch irgendwas angefangen habe drüber oder wo wir irgendwas geschrieben haben, ihr irgendwas geschrieben habt. Und ich habe meine Frage, meine Antwort gar nicht mehr vorgelesen. Vorgelesen vor allem. Scripted, by the way. Ja, CSGO hast du nicht angefangen. Tricky Zerifer. Tricky Zerifer. By the way, ich habe immer noch keinen Plan, was Fly ist. Schau dir aber seit Wochen zu. How is that even possible, man? E-I-L-A-I-K-C-O-Q-S. Guten Morgen. Nicer Name, Bro. Wäre echt blöd, wenn man den ganz aussprechen würde. Richtig unangenehm wäre das. Was geht ab? Wie bist du überhaupt hergekommen? Tja, das ist die nächste Frage. Kein Plan, Mann, bin hier komplett random gelandet. Hey, Twitch, zeig mir den schlechtesten Stream, der gerade online ist. Okay, hier. Andere Streamer in so einer Situation beginnen das Spiel zu erklären. Chris lacht den Viewer aus. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt Flive, ne? Ja. Flive zu erklären lohnt sich nicht. Das Game ist in 5 Minuten down. Na, ich sag mal so, wenn es dich wirklich interessiert, dann habe ich dazu einige Videos auf meinem Kanal. Aber ich... ich denke mal so grundsätzlich wirst du schon verstanden haben, worum es in dem Spiel geht. Da ich legit jedes Mal das gleiche mache, nur auf unterschiedlichen Servern, mit unterschiedlichen Charakteren. Will Wheaton, was geht ab? Moin. Andererseits, dein Icon sah ganz nett aus, dachte, was kann da schief gehen? Wer hat vorhin gefragt, haben sich die 200 Euro gelohnt? Investment, Boys, Investment. Genau. Nein, aber Flive zu erklären ist echt, das ist echt anstrengend, weil du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst und ja, deswegen Ausrufezeichen ohne alles. Da kriegt man schon einen ziemlich guten Überblick. Oder Flive Folge 1 kann man sich auch mal reinziehen. Hat bei 10.000 Videos, Aufrufe, ups. Ja. Okay, Felix, toxic. Classic Chris, damit ich das dir nicht erklären muss, schau dir meine 1000 plus teilige Flive-Serie von Anfang bis Ende an. Hey, die Ohne-Alles-Reihe hat keine 1000 Folgen, nur so 80 oder so. Er hat einige Videos auf seinem Kanal, ja, circa 5000 Stück. Ich glaube, es sind sogar bald 6000, wenn mich nicht alles täuscht. Aber Flive-Videos sind es, wenn es hochkommt. 2100 oder so. Also das ist ja nix. Ein Wochenende mal 386 oder so. Das schafft man eigentlich in einem Leben gar nicht, sich das alles anzugucken. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles aufgenommen habe. Gute Frage. Wahrscheinlich habe ich einen Klon. Din, din, din. Ja, auf Chris' Kanal wird quasi jedem Abonnenten ein Video geben. Wow, toxic Felix. Aber der war nicht schlecht.
Ja, wenn ich reinschalte, Auto-Attackst du irgendwelche Mobs. Also ich denke, ich kapiere es langsam. Naja, sagt dir denn Asia Grinder was? Also MMORPG. Also MMORPG sollte ja kein Fremdwort sein. Also es ist nicht mal ein Wort, wenn man es so sieht, aber du verstehst, was ich meine. Und Asia Grinder heißt im Endeffekt übersetzt ins Deutsche. Es ist eine freie Übersetzung nach Diction Urban. Oh nein. Urban Dictionary. Okay, nice. Okay, die Sprachbehinderung ist auch Teil des Streams. Urban Dictionary. Okay, was wollte ich da gerade sagen, Alter? Holy shit. ja, keine Ahnung, was ich da sagen wollte. Egal. Auf jeden Fall frei übersetzt. Ja. Asia Grinder heißt so viel wie: Verschwende dein gesamtes Leben plus deine monatlichen Einkommen, egal in welcher Form, in einem Spiel, das komplett keinen Befriedigungswert hat, da es alles, was du dir jemals erarbeitest, komplett in nichts verwandelt, wenn du probierst, irgendetwas zu upgraden. Das ist ungefähr die Erklärung von einem Asia Grinder. Also quasi die lustigsten Spiele, die es gibt auf dem Markt. Frustrationsrate 0, 0. 0%. Kappa. Nein, aber man muss auf jeden Fall sehr viel spielen, um was zu erreichen, und die Befriedigung, wenn man was erreicht, beziehungsweise wenn man upgradet, ist meistens keine, da sie oft in Frustration endet. Also die erhoffte Befriedigung oder der erhoffte Spaß endet meist in Frustration und Alt-F4. Genau. Auf dem Weg des Lebens verlaufen. Damn. Ich frage mich, ob es jemanden gibt, der sich wirklich jeden Flyth-Part angeguckt hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht der Fall ist, aber es gibt immer wieder Leute, die das sagen. Ich meine, ich kann nicht sagen, dass es nicht stimmt, weil, also, weiß ich ja noch nicht, keine Ahnung. Es gibt ja auch Leute, die es angeblich schon mehrfach angeschaut haben, das Ganze wahrscheinlich nicht, aber immer wieder angefangen haben, es zu gucken, die ersten Folgen und so. I don't know. Also ich glaube, es gibt niemanden, der wirklich jedes einzelne Video, vor allem auch voll gesehen hat. Ich meine, einfach nur jedes Video anklicken, wow, okay, das kann man in 2 Tagen schaffen. Aber jedes einzelne auch geguckt zu haben, I doubt it. I doubt it. Ich habe 10% Flyth Parts geschaut. Du musst das Dictionary, glaube ich, selbst mal lesen. Ja. Als ich das erste Mal hier war, lief ein Video, wie du zahlreiche McDonald's-Raps geschluckt hast. Purer Qualitätscontent. Ja, das war 2018. Das war ein alter Chris. Ich bin der neue Chris. Asian Grinder wie die App? Die kenne ich nicht mal. Ist das irgendwas Perverses? Deswegen nichts kaufen und nicht upgraden. Nichts kaufen und nicht upgraden. Also quasi das Spiel nicht spielen kann man. Trial Setup und das Video dazu ist doch Spaß pur. Stimmt, wie gesagt, 0% Frustrationsfaktor. Weiß einer, wie lange das Event noch geht? 31.03. und auf Playpark bis 1.04. Lustigerweise, weil April, Event geht doch noch einen Monat länger. Dachte ich zumindest, dass ich das Datum gesehen habe. Aber wird es wahrscheinlich nicht sein. Grindr ist eine Gay-Dating-App. Oh, das weiß Zerifer, weil das eine bekannte App ist. Oh. Ich wusste es echt nicht, ich habe noch nie davon gehört. Damn. Aber ich dachte es mir schon. Einfach nur wegen Grindr. Einfach nur wegen Grindr. War aber auch ein bisschen zu offensichtlich. Vor allem von EI Laik COQS. No joke, Mann, mein Kopf ist wirklich kahl. Wie alt bist du denn? Und hast du eine schwere Krankheit? Rechtsextremismus ist auch eine schwere Krankheit, by the way. Nenn ihn einfach ELC, my boy ELC. Nennen wir ihn einfach Ei. Oder einfach Cox. Cox ist ja nicht mal Cox. Einfach ein Cox. Ein guten alten Cox. My boy Cox. My homie Cox. Okay, unangenehm. Nee, einfach keine Lust mehr auf Haare. Mega anstrengend.
Also so buddhistisch keine Haare oder legit eine Glatze? Nein. Das hat keinen Sinn ergeben. Ich meinte eigentlich Shaolin, lol. Buddhisten können auch Haare haben. Das hat damit eigentlich wenig zu tun. Ich habe eigentlich an Shaolin-Mönche gedacht. Dann habe ich deswegen Buddhisten gesagt, weil die Buddhisten sind. Aber ja, vergiss es einfach. Heute ist Freitag. Ich pack's gar nicht mehr. Bin schon wieder mental auf einer ganz anderen Ebene. Klatschnackt? Ja, wie alt bist du oder willst du es nicht sagen? Ungefähr so zwischen 10 und 30, zwischen 41 und 86, irgendwas in dem Dreh. 22? Oh. Okay, das ist echt weird. Eigentlich ist es Schwachsinn, weil ich meine, ohne Scheiß, einfach nur weil man, also ich meine, was ist so schlimm daran, wenn man eine Glatze trägt? Also jetzt ohne den politischen Hintergrund, weil ich meine, alt genug, sie mir selbst abzurasieren. Okay, zu viel Information. Das Wehrmachtstattoo gab es gleich dazu. Entschuldigung. Weil er in Bayern wohnt? Hä? Also jetzt mal ohne Spaß. Das sagt halt jeder. Das sagt halt legit jeder. Wenn du eine Glatze... Also es ist halt einfach so. Und das wollte ich aber gerade sagen. Eigentlich ist es Schwachsinn, weil es ist ja im Endeffekt, es ist ja auch nur eine Frisur. Direkt Nazi oder Krebs? Ist halt wirklich so. Glatzen sind voll normal, what the fuck? Nee, nicht wenn du 22 bist. Also, es heißt jetzt nicht, wie gesagt, es heißt es ja nicht, aber es ist einfach das, was die meisten, das ist das, an was die meisten Leute denken, wenn sie einen jungen Menschen sehen, der eine Glatze hat. Es ist einfach so. Legit erster Tag auf der Arbeit, die Leute dachten, mir geht's nicht gut, Mann. Damn. Ach so, neue Arbeit oder... Ach so, nee, die Arbeit, wo du schon die ganze Zeit hingegangen bist. Damn. Trag eine Cap, dann passt's. Oh, stimmt, eine Cap verharmlost das Ganze ganz schön, glaube ich. Na gut, Asmir, du wohnst ja auch in Österreich, what the fuck. Da gibt's ja auch keine Skinnies, oder? Gibt's da Skinnies? Ich weiß es nicht. Nennt man die Skinnies? Wahrscheinlich nicht, aber es klingt harmlos. Oder ein paar Mal Solarium. Ja, das stimmt, ja. Man muss es nur verharmlosen, damit man nicht mehr so fokussiert drauf starrt. Dann vergisst man den Hintergrund. Cap in der Bank, ja moin. LMAO. Aktien verkaufen um 3, Basketballspiel um 4. Oh man. Unangenehm. Nein, da gibt's nur Fette. Okay, Zerifer, das hast du gesagt. Hier bei uns in Italy sind es Hooligans. Als ob du in Italy wohnst. Marl, what's poppin'? So. Was willst du waschen? Achso, du hast... Achso, deswegen... Ah. Wow. Damn, Zerifer, die Vorlage habe ich echt selbst... wow. Damn, ich habe es nicht gecheckt. Verdammt. Der war nicht schlecht. Damn. Ich komme nicht drauf klar, Mann. Damn. Wenn man erst 20 Minuten später realisiert, wie gut eine Pointe war. Krass. Einfach sprachlos. Da kann man einfach nichts mehr drauf sagen.
Sehr. Kennt man ja von mir. Ja, stimmt, war das erste Mal 2020. Wird auch nicht wieder passieren. Kappa. Genau. Aber gut, genug über das Thema geredet. Ja, definitiv genug darüber geredet. Egal. Felix, bist du noch da? Was habe ich verpasst? Er hat jetzt eine Switch. I have a Switch indeed. Das hier ist nur ein bemalter Karton von Wish für 10 Euro, aber... Sag das nicht den Leuten, die donated haben. Bisschen Asian Grinder, bisschen Glatzentalk. Hell yeah. Felix ist nicht mehr da. Okay, ja gut, dann fällt CSGO heute aus, Boys. Könnt euch bei Felix bedanken. Echt unglücklich gelaufen, die ganze Sache. Das ist jetzt natürlich ganz schön belastend. Tja, was mache ich jetzt mit meinem CSGO-Termin um 0 Uhr? Verdammt nochmal, muss ich jetzt verschieben. Gibt's ja nicht, Felix. Was macht man da? So ein Ärgernis. Ich muss meine ganzen Termine umplanen. Wann genau kriege ich jetzt meinen Kasten Bier? Ich habe gesagt, du sollst rüberkommen. Ist ja nicht mein Problem, dass du nicht weißt, wo ich wohne. Und ich habe nicht gesagt, es ist dein Kastenbier. Ich habe gesagt, ich habe hier einen Kastenbier. In fact, habe ich überhaupt gesagt... Ja doch, ich habe gesagt, du kannst dir eins nehmen. Da. Da hast du deine Antwort. Ich habe eigentlich überhaupt kein Kastenbier, aber er findet mich eh nicht. Ein Kasten Corona. Gibt es überhaupt in Kästen? Habe ich noch nie gesehen. Ich kenne nur die Sixpacks. Die haben wir legit, ne? Habe ich auch auf Discord gepostet. Die haben wir legit irgendwie 30% Umsatz verloren. Über 80 Millionen, glaube ich. Innerhalb von einem Monat. Also im Januar war es, glaube ich. Also jetzt wahrscheinlich noch viel mehr. Also jetzt wahrscheinlich 50 oder 60, 80%, keine Ahnung. Das ist halt komplett RIP. Ich check auch nicht, warum heißt es überhaupt so. Also wer hat das Corona genannt? Weil die also das Ding an sich heißt doch eigentlich SARS-CoV-2019. Also wahrscheinlich wegen dem Typ, der es entdeckt, oder keine Ahnung, wegen dem Arzt, ich weiß es nicht. Legit ein Zero Research, was das angeht, gemacht. Aber unabhängig davon, richtig belastend. Also wirklich richtig belastend. Er wohnt an der bayerischen West Coast. Du meinst am bayerischen Meer. Meer meinte ich natürlich. Mein Account AIDSKID. Hey, bist du immer noch gebannt oder was? Hä, wieso? War das nicht nur eine Woche? Corona verkauft mittlerweile Kästen mit gratis Desinfektionsmittel, Marketing. Ah, das habe ich bei Edeka gesehen. Das waren keine Kästen, da waren es nur so einzelne Dinger, glaube ich. Also ein Bier und ein Viererpack und ein Desinfektionsmittel. Natürlich in Plastik eingeschweißt. Auf die Umwelt scheißen sie natürlich. Hab letztens auch so eine Internetfirma gefunden, die Corona heißt. Damn. Okay, auch rein, Marel. Ciao, ciao. Die Gruppe der SARS-Viren ist eine Untergruppe der Corona-Viren. Achso, die hießen schon früher so, oder was? Ja, okay. Tja, dann ist die Biermarke wohl selber schuld. Vollidioten, wer benennt sein Bier nach Viren? Was für Trottel. Nicht wahr, Felix? Du seid das Marketing-Genie, hättest das niemals getan. Ey, my boy Game Teddy, thanks for the loot. Stimmt, die Abkürzung JG steht für Jürgen Günther. Aus Kalifornien. Wer kennt ihn nicht? Ma boy, Jürgen. Dort wird er aber nur unter seinem amerikanischen Namen angesprochen. Jürgen. Ma boy, Jürgen. Leider ein paar Biers sippen mit Jürgen.
Alter, wenn ich mich im Spiegel angucke, sehe ich aus wie ein Pimpel. Okay. Unangenehm. Der Surfer-Eater macht die West Coast unsicher. Jürgen Günther Rocks. Du meinst Jürgen Gunther Rocks? Ja, Rock können die auch nicht aussprechen. Dumme Amis. Kappa. A new meme ist entstanden. Ey, erstmal ein Spreadshirt-Vordruck davon machen. Der hautenge Neoprenanzug macht die Girls alle wild. Den trägt er gar nicht mehr. Die machen dann Nacktsurfing. Ist besser für die Umwelt. That was random. Wenn ich zum Friseur gehe, kannst du was von meinem Haar haben. Das ist disgusting. Oh, ist mir toxic, man. What the fuck? Mattes, what's poppin? Gentlemen und Gentlefrauen. Interessant. Was ist an Haaren disgusting? Stell dir mal vor, du hast eine Glatze oder extrem kurze Haare und jemand schneidet seine Haare ab und gibt sie dir. Und ich rede sogar von den Kopfhaaren, nicht von den anderen. Also ich meine, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich finde das eklig. Also ich meine, gut, okay, wenn er dir nur die Haare gibt, heißt das ja noch nicht viel. Aber wenn er sie dir gibt, damit du dir daraus eine Perücke backst oder so. Also keine Ahnung, ich finde das ekelhaft. Weiß auch nicht. Not mein Fall. Echte Perücken kosten dick Money. Ich weiß, da gibt's ein richtiges Business. Vor allem, je nördlicher die Haare, desto hochwertiger sind sie. Weil die Sonne macht die Haare kaputt. Und je nördlicher du bist, desto weniger Sonne gibt's ja. Und desto... Also, unsere Haare sind nicht schlecht, deutsche Haare. Aber schwedische oder also nordeuropäische... Erste Sahne. Menschenhändler, by the way. Genau. Haircake gesehen? Ich bin mir nicht sicher, haben wir uns das nicht nochmal angeschaut, irgendwie sowas? Ich glaube nicht. Stell dir vor, du brauchst eine Haartransplantation und jemand donatet seine 10 cm. Ja, mussten wir uns das jetzt vorstellen? Arische Haare, okay, PG-Domo, Mann, für sowas... Alter, sowas darfst du doch gar nicht sagen. Ich zeig dich an, Bro. Du hast dein Eid geleistet. Und keinen Organisationen beitreten und keinen Parteien, Bro. You did the Eid, Bro. It's not possible for you to say something like that. Damn, ich verkaufe erstmal meine Haare und habe ausgesorgt. Naja, das heißt nicht automatisch, nur weil du in Deutschland lebst oder irgendwo in Europa nördlich. Heißt das nicht automatisch, dass deine Haare hochwertig sind. Es ist nur grundsätzlich so, dass Haare aus dem Norden hochwertiger sind als die aus dem Süden. Pegedomo, danke für deinen Resub, my man. Appreciate it a lot. Chris, kennst du der Mathe-Mann? Nein. Sagt mir nichts. Wenn jetzt gleich ein schlechter Joke darüber kommt, dass ich Mathe nicht verstehe. Oh Mann, war der gut, Mathe. Ich halte mir schon den Bauch vor Lachen. Ah, war der gut, Mann. Scheiße. Richtig lustig. Oh mein Gott, Mathe. Krass. Witzig. Ich mache jetzt Atemtherapie, kann also ab 2 mitzocken. Aber du hast doch gar nicht geschlafen. Okay. Alright.
Digga, komm doch jetzt CS, what the fuck? Du hast nicht auf meine Frage geantwortet. Warum hast du deinen anderen Account noch nicht entsperrt? Oder wurdest du schon wieder gebannt? Gib ihm noch 2 Event-Items, die holen's raus. Wenn du das jeden Tag sagst, Seraphat, true. Scheiß auf den Eid. Okay. Er lacht über den Witz, den keiner gebracht hat. Ja. Das nennt man Content aus mir. Ist ganz schön schwierig. Ist von so einem Lehrer, der animierte Videos macht, die 1-2 Minuten gehen, die sind mega witzig. Ja, okay, aber die sollen ja nicht witzig sein. Man soll ja was lernen dabei, oder? Oder, I don't know. Das geht nur meinen Rechtsanwalt und mich etwas an. Also wenn du dir dafür einen Rechtsanwalt genommen hast, dann verdammt kluge Entscheidung. Man lernt auch was bei den Witzen. Kann ja mal, wer als Musikwunsch posten? Was war daran jetzt so schwer? Ich glaube, die sind eher zum Joke, aber halt auf Mathe aufgebaut. Ja, okay. Danke, Corona, muss ich nicht 5 Tage nach Hessen. Echt nice. Echt? Also lassen sie den Giftmüll einfach mitten in Deutschland stehen und der explodiert und dann sterben alle. Geil. Ist ja nice, Mann. Passt. Ja, hat sich sowieso alles erledigt. Ist noch 24 Minuten lang Freitag der 13. True. Ich hab da was für euch. Vielleicht finde ich es auch nicht. Gut, dass man dich nicht versteht. Das war auch nicht beabsichtigt, Seraphat, denn wer weiß, was jetzt gleich passieren wird. Okay, es ist echt Zeit, den Stream zu beenden. Boys, ich bin raus, Mann, das ist so cringe. Ich pack's nicht mehr. Holy shit. Aber an diese Maske erinnern sich nur OGs, Boys. Denn die habe ich mal im Stream getragen. Und das war jetzt einfach nur eine Anspielung darauf, dass Freitag der 13. Horrorfilm ist, aber war nicht so lustig, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist das Offiflife? Yes. Ich hau ab und genieße meinen haarfreien Abend. Mach's gut. Hey, viel Spaß, Mann. Und vergiss nicht den Baseballschläger, wenn du auf die Straße gehst, ne? Hey, du als Schüler hast jetzt ja auch 5 Wochen frei, oder? Nicht wirklich. Habe ich sofort erkannt, natürlich als Weep. Seinen Namen, yes. Daran erinnere ich mich? Hell yeah. Ist das die von dem Weihnachts-Giveaway 2018? Ja. Zieh die Maske wieder aus. Okay. Ja gut, aber von mir aus können wir dann CSGO starten. Ich bin out of content. Das war ich eigentlich schon vor 2 Stunden, aber es ist anscheinend keinem aufgefallen. Ja, jetzt bin ich's officially. Jetzt sind sie alle nicht mehr da. War ja klar. Uff, was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, ein Serienmörder. Er tötet sie immer wieder. RIP. Macht die 100 Leaf noch voll? Na, tötet mich Felix aber. Und glaub mir, wenn Felix dich tötet, dann willst du wirklich nur noch sterben.
Hat der Klopapier auf Amazon komplett ausverkauft. Scheiß Corona. Ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Warum kauft jeder Klopapier? Also ich meine, ja, man braucht es, aber doch nicht mehr als, ich meine, 3 Packungen, 3 solche 8er-Packs halten doch, keine Ahnung, 2 Monate oder so. Also, ich verstehe es nicht. Also, I don't know. I don't get it. I really don't get it, man. I don't understand. Vor allem, als ob die jetzt einfach aufhören, Klopapier zu produzieren. Halt so, ich muss jetzt jedes Klopapier kaufen. Das wird nie wieder Klopapier. Bro, das ist eine verfickte Maschine, die das schneidet, Mann. Das funktioniert auch ohne Menschen. Gut, okay, irgendjemand muss es in den Laden reinkarren, aber das schafft auch eine Maschine. Wir sind sowieso nur entbehrlich. Bald regiert das Klopapier uns. Ich nehme zum Notfall einfach von der Arbeit welche mit. True, könnte ich auch machen. Alter, wir haben immer solche fetten Rollen. Die halten safe ein paar Wochen, Alter. Das ist zwar einlagiges Klopapier, was echt scheiße ist, aber es ist halt auch legit. Es sind solche. Das sind nicht mal mehr Rollen, das sind einfach nur noch. Wie heißen die? Mühlensteine heißen die so? Ich weiß nicht. Womit man das Korn zerkleinert, um Mehl draus zu machen? Ich weiß es nicht. Aber ja. Ich verkaufe dir 3-lagiges für 45. Ich will Klopapier kaufen, weil ich genau jetzt kaum noch was habe. Tja, Zerafer, bist ein bisschen spät dran. 7x8 Rollen für 44 Euro auf Amazon. Alter, bist du... Are you crazy? Geh doch einfach in den Supermarkt. Irgendeiner hat schon noch welches. What the hell, man? Dass du darüber nachdenkst? Jesus. 44 Euro, das kostet 1,80, wenn du in den Laden gehst. Da ist nichts, ich war doch da, deswegen gucke ich ja. Alles weg. In wie vielen Supermärkten warst du? Rewe ist komplett leer. Warst du wirklich in jedem nahen Supermarkt? I don't think so. Also bei uns ist er auch überhaupt nicht leer. Also Klopapier war, glaube ich, beim Rewe auch weg. Aber meine Eltern waren auch wirklich nur im Rewe. Und wir haben 5 Rewe. Und ich bezweifle mal, dass jeder einzelne komplett leer ist. Und dann gibt es ja noch Edeka, Aldi, Netto, Norma und was weiß ich noch alles. Und ich bezweifle mal, dass davon niemand mehr irgendwas hatte. Weil wir keine Großstadt sind. Wir haben das Klopapier zum Resale gekauft. Flifestyler. Disgusting. Wir haben extrem viele, aber solche in Grau, die liegen einfach überall. Im Büro. Wisch dir so, beim Mittagessen wisch dir so den Mund damit ab. Und dann gehst du kacken und wisch dir mit dem gleichen den Arm. Ja. Ich war in 3. Oha, Game Teddy, what the fuck, toxic. Gibt es irgendeine Underground-Klopapier-Shopping-Seite, die einer von euch kennt, die noch was haben? Klar, Mann. Wie wär's mit undergroundklopapier.com.org.co.uk.de/Diamantenklopapier? Wurde heute in Flive gefragt, warum ich bei dir kein Mod bin. Warum? Oh, keine Ahnung. Ungefähr, weil du jeden dritten Stream entweder das Trollen anfängst oder sturzbetrunken bist und irgendwelche Leute beleidigst. Weiß nicht. Wahrscheinlich einer von den Gründen. Einfach Mac is by Drive-In 20 Servietten mitbestellen und 400 mal einzeln Cheeseburger holen. Touché. Also auf Amazon gibt es nur einlagige oder riesige Mengen für 7 Monatsmieten. Definiere riesig, definiere Monatsmiete. Ist Felix jetzt eigentlich legit nicht mehr da? Er ist auch echt ein Troll. Aber ich schätze, ich habe ihn zu lange warten lassen, wobei ich von Anfang an eigentlich 0 Uhr sowas angepeilt hatte. Und genau da sehe ich kein Problem. Tja, aber so ziemlich jeder andere. Und weil du keine 300 Euro für Points donatest. I mean, that's true. Starte CSGO statt über Klopapier zu reden, du Freak. Ja, Zerifer.
Aber die Selbstgespräche führst du bitte nicht in meinem Twitch-Chat. Hat keiner gesehen. Ich hab's nicht auf Twitch gemacht. Ich war das nicht. Das war nicht ich. Aber mich interessiert jeder andere nicht. Tja, Mathis. Aber jeder andere will, dass du getimeoutet wirst. Kappa. Don't do it, Asmir. Don't do it. Er gibt dann schon noch einen Grund dafür. Als ob ich so oft timeoute. Das nicht, aber... Ja, wobei eigentlich ist Zerife immer der, wo es zu wörtlich nimmt. Und innerhalb von einer Sekunde timeoutet. Legit zweimal getan, seit ich Mod bin. Ja, und es war zweimal Felix. Felix ist wieder in meinem Headset, komm jetzt. Oha, er ignoriert den Stream und redet... Okay, Message angekommen. Ja. Würde ich auch? Okay. Das macht eine weitere Stunde Flive. Zweimal für 6 Monate Timeout. Das kommt mir irgendwie ein bisschen wenig vor. Meinst du nicht auch? Da kann man ja gleich permabannen. Viel effektiver. Das macht eine weitere Donation zurück. Okay, bin schon unterwegs. Please don't do that. Felix hatte bis jetzt 5 Timeouts. 3 von dir, 1 von Yoshi, nur 1 von mir. Ja, die Timeouts sind aber glaube ich schon ziemlich lange her von mir. Damals hat er noch auf ziemlich verletzende Weise getrollt. Mittlerweile reißt er sich mehr zusammen. Ja, wobei ich habe ihn auch, glaube ich, einmal 1 Sekunde getimeout. Könnte sogar letztes Mal gewesen sein. Ja gut, dann war es mit Fly für heute. Ich werde wahrscheinlich später auch nicht mehr online kommen. Meine Party wird hoffentlich von den Shop-Chars gesaved. Genau, die sind auch noch online. Oder nein, im Moment sind sie nicht. Da fehlt einer. Oh mein Gott, da fehlt tatsächlich einer. Alfredero 56. Muchas gracias por la follow. Muchas gracias. Amigo. I don't understand, warum ich ein DC habe, nur auf einem einzigen Charakter. Das ist ziemlich random. I don't get it. Muss den kurz einloggen und online holen. Alright. Wieder online. Damals, als man Felix noch nicht kannte und der nur ein random Troll war, heute gehört er zur Familie K-Kona. Hab heute beim Asiaten Essen geholt, Leben am Limit. Damn. Der war tiefgründig. Was ist, Chris, was ist deine Meinung zum Patrick's Event? Zum Patrick's Event. Keine Ahnung, das kenne ich nicht. Auf Playpark ist es ziemlich heftig, weil es da ja kaum CS-Sets und Cloaks gibt und vor allem kaum gute und vor allem kaum erschwingliche. Auf Deflife ist es heftig wegen der Suit, weil die Shinigami-Suit zu teuer war, besser gesagt.
Also jetzt ist es hoffentlich nicht mehr oder bald nicht mehr. Und der Cloak ist okay, sage ich mal, aber den brauchen die meisten Leute halt nicht, weil es ja eh Skeleton Davis Cloak gibt. Also ist jetzt nicht so. Also ich meine, er ist nicht schlecht und für Anfänger natürlich gut, aber ich meine, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ich will ihn trotzdem haben. Die Ringe sind okay, aber die Nanas-Ringe geben schon 20% ATK, deswegen ist der ATK-Ring nicht wirklich relevant. Der HP-Ring wiederum ist relativ relevant, aber ist halt auch nur, wenn man hoch geupgradet hat, sehr gut. Also mindestens plus 15 muss er schon sein. Sonst sind eigentlich alle anderen Schmucksets, die man sonst so trägt, als Tank vor allem eigentlich besser oder mindestens genauso gut. Außer in gewissen Kombinationen vielleicht wieder, aber ich bin nicht so der Fan von Schmucksets einzeln zerlegen und kombinieren. Und was gibt's sonst noch? Eigentlich nichts, genau. Ja. Also alles in allem ziemlich gute Events. War es nicht Rises only auf PP? Meinst du jetzt das CS? Das weiß ich nicht. Den Cloak gibt's auf jeden Fall. Den Cloak gibt's ziemlich sicher. Game Teddy. Danke für deinen Loot. So. Na, wo sind da schon direkt die Lieblingsmaps drin? Das 2 und Agency noch rein und let's go. Ich zocke einfach mal eine Runde Solo, Boys. I'm in that random trolling feeling. Zerifa ist bei mir nicht mal online. Weird. Wenigstens bist du Die ehrlich, Männer Mathis. sind bereit. Wow, okay. Thanks for the gifted sub, Zerifa. Weil er CSGO mag. Nein, tut er nicht. Die 200 Male waren einfach nur, weil ich nichts zu tun hatte. Tja. Damn. Thank you, Zerifa. Appreciate it. Ich muss noch Discord-Daten. Ist mir gerade aufgefallen. Hey, Zerifa war ganz unten. Keine Ahnung, ob du trollst. Wenn du Ich jetzt. sehe Was geht ab? Wenn du jetzt schon wieder trollst, ich sag's dir. Ey, was geht, Junge? Oh no, meint das echt? Hä, hey, war der gerade wirklich. Unangenehm. Oh, Tira hat einfach mal Madison Sub. Ja, der wird wieder zurückgezogen. Da haben wir mit der Twitch-CEO und ich noch ein Wörtchen mitzureden, Freundchen. Und Glaubst du mal, du? der bestechliche Angestellte der Stadtsparkasse auch. Hey, ich bin in der Lobby. Nice. Da habe ich mit Kreditkarte bezahlt oder so. Oh, Main-Account, hä? Jetzt wird er richtig, sitzt jetzt richtig. Oh nein, es ist nicht dein Main-Account. Hätte das. Hä, du bist Gold. Ach so, nein, Moment, dein Main ist nicht. Ist dein Main auch Gold Nummer 3? Der ist doch auch Gold Nummer 3, oder? Nein, 4, Bro, 4. Oh. Ah, ja, wegen dem Rank hast du mich jetzt tatsächlich kurz irritiert. Ich. Okay. Ich habe mich umbenannt wegen Oh mein Gott, Discord-Overlay. Da spielt man 2 Wochen kein CSGO mehr und sofort ist das Discord-Overlay wieder da. Damn. Let's go. Wahrscheinlich schmiert jetzt dafür das Spiel 10 Mal ab. Ja gut, wenn Seraph eh auf mich hört, dann resub ich meinen T3-Sub nicht nächsten Monat. Danke für den Sub schon mal im Voraus. Das ist toxic. Ein bisschen. Diese Style Points Fuck. sind wirklich heftig. Kann man als Sub-Timeouts umgehen? Natürlich nicht. Was hast du getan? Ich bin fast nie in die falsche Lobby gejoint. Als ob dich jetzt gerade noch jemand eingeladen hat. Nee, aber jemand anders hat gespielt. Ich kotze mir zum Fuck. Das sollte jetzt nicht. Ja. Okay. Ich meinte nur vom Timing her und weil Zerifa jetzt wahrscheinlich nicht 1000 Leute mit Counter-Strike auf der Freundesliste hat, schätze ich jetzt mal. Ich habe halt gerade 10 Leute, die Counter-Strike spielen, aber gut. Oh, ich habe nur 3, what the fuck? Seine erste Frage, kann man als Sub-Timeout Nice.
Ja, das ist Mathis. Jeder hat seine individuellen Ansprüche. Achso, will noch jemand mitspielen? Aber ich schätze mal. Ich will, dass du das 2 rausnimmst. Wieso? Ich spiel das mir nicht mit, oder? Ja, kann er später. Was? Und Nuke auch. Ah, Nuke nehme ich nicht an. Eigentlich bist du auch Office, du kannst eins von beiden abwählen. Du kannst eins von beiden abwählen, aber nicht beides. Der Ey, manchmal gehst du mir wirklich so auf den Sack. Manchmal kommt immer gleich, wenn das musst du eins abwählen und so. Okay, dann wähle ich das 2 ab und Game Teddy wählt Nuke. Na, so funktioniert das hier ja, nicht. Lol, was? Ich meine, bei das 2, eigentlich müssten wir eine Abneigung gegen Mirage haben. Das erste Match, was wir gespielt haben, haben wir 16-1 verloren. Alter Scheiße. Mirage raus, Vertigo raus. Ja, okay, passt raus, so. Haben wir das ja besprochen. Felix hat es doch letztens erst gesagt, so funktioniert Demokratie nun mal. Weißt du, wir spielen die Maps immer und dann fucken die uns alle ab und dann meinst du immer, ja, wir spielen die Maps. Ja, die aber das Ding ist, ich hab auch keine Lust, 5 Runden am Stück Inferno zu spielen. Inferno ist nice, aber ich will es nicht 5 Runden am Stück spielen, weil jede Map wird kacke nach 2 Runden. Stattdessen lieber eine Das-2-Runde, wo keiner das, bei CSGO geht es ihm plötzlich um Variety und Content, aber ich soll bleiben, kommt der 3 Stunden lang Banks. Actually fucking true. Cool, Schüsse wurden abgegeben. Ja, das hat sogar Chris mitgenommen. Ja, da war ich mal kurz 20 Sekunden lang nicht in der Lage drauf zu reagieren. Puh. Da kommt die Wahrheit durch. Tja, was soll ich sagen? Ich bin ein komplizierter Mensch. By the way, gibt es eine Änderung. Wenn wir hier schon mal 40... Warum haben wir eigentlich kein Prime? Achso, wegen Felix. Ja, toll, Felix. Ich trinke jetzt aus Glasflaschen. Sorry. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Die Umwelt kann halt nicht jedem egal sein, was, Zerifa? Oh. Okay. JK. Zerifa trinkt, glaube ich, nicht mal Wasser, oder? Nee. Ich wusste. Wiederverwendest du die dann auch? Ja, nö, das macht ja der Supermarkt. Bis zu 50 Mal pro Glasflasche. Und bei Plastik-Mehrwegflaschen sind es nur maximal 25 Mal. Das heißt, es wird weiterhin Wasser für die Reinigung verschwendet. Hey, super. Nee, keine Ahnung, das haben meine Eltern entschieden. Eigentlich würde ich nur Leitungswasser saufen, wenn ich allein wohnen würde. Aus Gasflaschen? Genau, aus Gasflaschen. Leitungswasser, was ist denn mit dir falsch? Naja, was stimmt mit den Leuten nicht, dass man 6 Euro für 6 Liter Wasser ausgibt, wenn es aus der Leitung 6 Liter nicht mal einen Cent kostet? Das ist die wirkliche Frage. Das ist der Leitung scheiße. Ja, aber das Krasse ist, dass es Leute gibt, die kaufen sich stilles Wasser, was legit 1:1 gleich schmeckt und zahlen dafür 6 Euro. Deswegen kauft man ja auch kein stilles Wasser. Naja. Deswegen kauft man ja auch andere Sachen. Achso. In Regionen in Deutschland, wo das Leitungswasser also besser mit Mineralien versorgt ist, als so ein durchschnittliches Mineralwasser aus dem Supermarkt, ist ja echt schon. Ja, ich sag, also in Deutschland, also ich meine gut, in anderen Ländern, ja, in Amerika würde ich jetzt das Chlor nicht saufen, aber kann man auch machen. Leitungswasser hat schon so ein Supermarktwasser schon ekelhaften Geschmack. Naja, also ekelhaft würde ich. Wasserleitung ist da schon mit drin. Ekelhaft würde ich jetzt nicht sagen. Lol, Vertigo. Oh, what the fuck? Ekelhaft würde ich jetzt nicht sagen. Und vor allem, wenn man sich's abfüllt und dann in den Kühlschrank stellt und kalt trinkt, im Sommer vor allem, finde ich, geht das schon voll klar. Ja, wenn sich die Keime richtig schön. Oh, yes. Stilles Wasser von Vösslauer ist saugeil. Kann man sich einmal im Jahr zum Geburtstag gönnen. Ist das so eine Bonzenwassermarke oder was? Ich habe noch nie diese Map gespielt. Ich auch nicht. Safe nicht? Wir haben sie mindestens schon 3-mal im Stream gespielt. Minimum. Das Spiel will nicht gar nicht. Ich sitze auf Bord Graham. Die Map ist aber irgendwie total city-sided, aber... Das, eigentlich ist jede Map city-sided.
Holy Ach doch, die Map. Achso, stimmt, Lord, die haben wir einmal gespielt. Also wir haben sie schon oft gespielt, aber war natürlich immer mit anderen Leuten. Na, also Johann? Entweder ich bin jetzt sehr gut wegen dem neuen Mauspad oder sehr schlecht. Boah. Ist Ach du Scheiße. Er schreibt sich mit Y, weil er weak. Muss mal gucken. Ah, Game Teddy. Ich muss wieder auf Steam offline gehen. Ah, hier ist der Spawn, oder was? Ach, come on, warte. Ja. Der Spawn ist auf der Map markiert, by the way. Irgendwie keine Gegner. Hier ist jetzt da? Ja. Wow, 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 wow. Alter, bin ich schlecht, ey. Oh mein Gott. Ich kaufe Wasserkästen, um die Flaschen auszukippen und dann fülle ich die mit Leitungswasser. Okay. Vergessen wir die Umwelt einfach, reden wir nie wieder darüber, war keine gute Idee. Sehe ich auch so. Die gibt's eh in 10 Jahren nicht mehr, lohnt sich nicht mehr. Kappa. Zerifa. In der Vorhut muss man nicht zeigen, wer hier der Boss ist. Aha. Oh mein Gott! Holy moly. Habt ihr einen Random im Team? Ne, wir sind. Also, ja, oder seid ihr 5? Wir haben Johann. Ach so, heißt der echt so, oder was? Ja. Johann mit Y. Ach so. Ich dachte schon, er ist legit Johann mit J und 2 N. Nein, der ist weep. Wahrscheinlich heißt der eher Johann. Fuck ihn doch. Hey, what's your name, bro? Scheiße. One more time. Johann. Oh. Johann. Johann. Als wenn der die ganze Zeit zugehört. Ja, die wissen nicht, wie man mich ausspricht. Ich rinne der trockene Scheiße aus dem raus. Oh mein Gott. Der ist richtig talkative. That's my man. Wir sind T und die rennen nach 3 Sekunden unseren Spawn. Gucken Map. Taktik ändern, Taktik ändern. Hier sind 2 bei mir, bei Gelb. 2 Mil. Oh mein Gott, B ist ja clear, oder? Nee. 3 Mil. Die sind alle so low, einer hat minus 77. Ich kenne die Map halt auch echt nicht. Also ich kenne die Oberfläche, aber nicht... Johann, why are you dead? Because he peeked and got and hatched me at the start. Oh, oh, I'm sorry for that. Sind wirklich low, Leute, könnt ihr schaffen. Oh. Nice, nice. Ihr kriegt viele Assists. Nee, ich krieg Assists. Let them play, bro, calm down. Wo können die überhaupt kommen? Einer kommt von unten unter dir, Zerifa. Oh, beide, ja, beide, okay. Beide. Nein, seht ihr, das ist. Ja! 3 Assists, guckt's euch an! Lol, du hast die echt alle low gemacht. Und ein Kill. Damn. So viel Damage gedrückt und Reward 0. Johann ist mit Y. Johann mit Y ist ein Stream Sniper. Chris, wenn du aus deiner Community einen rauswerfen könntest, alle außer alle. Hä, was? Außer alle außer dich? Okay, na, mach das mal wieder nices Deutsch. Wer würde das sein? Du, Mattes, Kappa, Klaus, Nikolaus. Nee. Ich würde nur jemanden rausschmeißen, der sich daneben benimmt. Und das mache ich ja sowieso jedes Mal, wenn es einer tut. A.k.a. Permaban. Aber grundlos eigentlich keinen. Wo gehen wir eigentlich hin? Keiner hat einen Plan von der Map. Ja, warum? Johann ist auf A. Es leben bei denen nur noch 2 Gegner. Einer. Keiner. Nice. Ja, ich schaff nichts, aber.
Ich auch. Jetzt Rifle habe ich für dich. Oh, nice. Du kannst nur dich selbst rauswerfen. Wenn du einen aus deiner Community rauswerfen. At least you didn't die again. Außer alle, außer dich, Mattes, man, lest dir den Satz mal durch, das ergibt nicht mehr Sinn. Beziehungsweise die Klammer ergibt keinen Sinn. Der Random hat sich halt keine Waffe gekauft, Leute. Aus den Missionen. Also muss man damit Pistol spielen oder was? Bei manchen ja. Muss nicht, aber wenn du Kills mit Pistols brauchst, meistens kaufen sich nichts anderes. Leute, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Ja, wir gehen auf A. B. Auf den Bombspot. Okay. Ich versuche auf B zu kommen. Ja. Okay. Hier geht's ja auch hoch. Just for the lols. Lol. Wie sieht's aus da auf B, Game Teddy? Ja, never mind. Ah, ist einer. Irgendwo. Ich kenne die Codes nicht. Der war gefühlt einfach on spot. Oh mein Gott. Hinter dir, Chris. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Oh mein Gott. Holy shit. Was? Sie haben nur einmal getroffen. Oh mein Gott, was? Tja, ja, Phoenix. Das war echt schlecht. Ah, sorry. Ja, ich kenne die Map halt nicht. Du kannst nur dich selbst rauswerfen. Ach, Mattes, ich gebe dir jetzt keinen Grundkurs in deutscher Sprache. Du musst selber den Fehler finden. Wenn du echt denkst, dass das richtig ist, dann yikes. Dann tu mir deine Deutschlehrer leid. So, wo gehen wir hin? B? Jetzt machen wir mal einen Rampe-Rush. Also hier rechts, 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 rechts. Hier, A. Ist eh beschildert. Johann! Joa. Ey, der passt. Denkt auch, er spielt alleine. Da ist schon einer. Oh mein Gott. Weiter. Na, Moment, noch einer. Na, warum nicht du? Nimm das den Joa. Alter! Ey, ich kann nicht mehr sprayen, what the fuck? Alter, der killt alle. Er hat richtig verkackt. Come on, Johann! Haben die aber auch nicht wirklich. Rechts war, ne? Links kommt einer. Also rechts. Hinter der Mauer quasi, hinter der Mauer. Jetzt blockt er mich. What are you guys? Okay. Okay. Deutschlehrer haben mir immer eine 5 gegeben seit der Oberstufe. Kann ich nicht nachvollziehen irgendwie. I can drop. Gott, ich hasse das immer, wenn man so lange nicht gespielt hat, ey. Für Johann, Alter. Hast du gerade ernsthaft Johann gedroppt und uns nicht? Nee, wollte ich auch gerade sagen. Oh, danke. Danke, Felix. Ich wollte dir werfen, aber... Oder hast du es gekriegt? Nee. Nee. Ja, die ja, Gameplay hat es dann bekommen. Aber dann kriege ich ja eine Pistole. Nein, nimm. Ich habe mich schon mit der Pistole... Ich hab mich schon damit abgefunden zu sterben. Okay. Ja, moin. Uff. Los. Ich mach eine Solo-Action auf A, Boys. Nevermind, blau ist auch hier. Der ist Johann. Okay, lass B gehen, fast B. Aber da steht doch die AWP, oder holy nicht? Oh shit! Ist doch egal. Ich muss weg hier. Oha, die AWP ist tot. Mein Boy Johann. Ach, von Spot noch einer. Ach, Matti, ey. Die ist low. Oh mein Gott, der andere ist auch da. Boah. Okay, versuch mal einen Plant. Oh mein Gott. Alle meine Waffen sind leer. Oh mein Gott. Ach, Spray, geh doch rein, Mann. Oh mein Gott. Alter, beide meine Waffen waren leer. Ich konnte nicht mehr mal. Okay.
Dafür kriegst du die AWP jetzt nicht. Jetzt werde ich die Runde ganz alleine verlieren. Gern geschehen, Felix. Ich versuche unten was zu machen. Das ist nicht die beste Position alles für eine AWP. Oh mein Gott, da pusht oben ein Gegner. Da war gerade ein Herz-Ferry. Obacht. Gleich nicht mehr. Obacht. Oh, wow. My boy, Terry, Alter. Let's mal auf. Liegt am Mauspad. Liegt an dem Mauspad. Okay, können auf B, können auf B. Jo. Einer ist in deiner Molo. Ich hab B geplantet. Minus 94. Oh, Moment mal, die sind beide da. Oh mein Gott. Wo seid ihr? Die fusen noch nicht, die fusen noch nicht. Los, du bist ja langsam. Ja, weil ich nicht gekillt werden will. Einer hat 6 HP, die fusen jetzt. Okay, einer noch. Der steht da. Wo ist die Scheißbombe? Vor dir, vor dir! Oh mein Gott. Ach, der hat schon defused. Ich hab's nicht gehört, Alter. Jesus Christ. Doch, die ganze Zeit vor dir waren die Beine in dem Raum. Ja, ein Pixel soll ich wieder erkennen, oder was? Alter, ich hab's nicht gehört, dass der schon defused hat. Die kann ja scheiße. Ja. Ist die AWP? Nicht unbedingt. Okay, dann nehme ich sie nochmal. Danke. Gutes Team. Danke, Asmir. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich würde hier einziehen, wenn ich nicht schon eine Wohnung hätte. Ich weiß halt nicht, was du gegen meinen Boy Johan hast. Du hast keine Wohnung. Das stimmt, Jasmin, das stimmt. Minus 54. Du lebst nicht mal in einer Wohnung. Das stimmt auch. I clear B. Big clear. Ja, ihr könnt B planten. 36 HP hat der da hinten. Lauf mal zum Johann. Oh mein Gott, der stand da in der Ecke. Boah. Der steht da. Oh. Alter. Ich habe ihn schon gesehen, aber ich kann da nichts machen. Also ich piek den nicht zuerst, wenn nicht die AWP hab. Aber daneben. Ja, daneben geschossen habe ich trotzdem. Das hat eh keinen Unterschied gemacht. Boah, du in CS was ganz anderes als Flive. Moin erstmal. Was geht ab, Finlay? Und eigentlich habe ich jetzt öfter gespielt. Also in letzter Zeit, die letzten 2 Wochen nicht, aber grundsätzlich immer mal wieder. Wie heißt so eine ganze Rolle Käse? Leib. Hab das vor 3 Stunden überlegt, aber wussten es nicht. Das ist belastend, Mann. Oh mein Gott, die pushen. Oh mein Gott, behind us. Danke, Mattes, wegen dir bin ich gestorben. Lol. Junge, was für Opfer. Bombe liegt halt direkt unter mir, ne? Da steht eine AWP. Einer noch, der campt die Bombe. Johann macht es. Nice. Gut gemacht, Johann. Bro, downstairs. Kappa. Hey, Johann, ey, der rafft gar nichts. Da kann ich dir was beibringen, hab 2k Stunden. Ja, das Traurige ist, die habe ich auch fast. I cleared us, ey, why mit. Bro, use your mic, I don't want to read. Let's go. Nevermind. Jetzt traut er sich nicht, jetzt hast du ihn verscheucht. Unter oh, hard to rifle, not bad.
Okay. Ach, der ist unten durch. Oh mein Gott. Ich dachte, ihr seid hinter uns. Irgendwo zwischen Seraphir und euch. Na, der ist schon vorbei. Der ist schon an Seraphir vorbei. Lauft sie. Oh Mann. Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Oh Mann. Könnte glaube ich jetzt. Sorry, setz dich mal hier. Ah. Oh. Nevermind. Versucht zu planen. Na, Mann, ey. Ja, lucky. Fuck. Oh, Timeout mal, Mathis, für 10 Minuten aus mir. Diesmal kein Kappa. Literally jeder LMG. Chris, ich kann dir was beibringen. Chris, I have 10 times your playtime. True. MP. Irgendwas. Ich bin lernresistent, was CSGO angeht. Ey, das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Hier schon hinter. Hinter mir stehen zwei Leute und ich werde tot gerusht. Wir haben ihn ja dann getötet, wir waren nur zu langsam. Passt schon, jeder macht mal Fehler.